Böse, böse, am bösesten. Wer ist die mieseste Sau, der gröbste Schlechter, der gemeinste Hund? Ist es Colin, der hier neben mir sitzt? Nein. Ich bin's. Gregor ist es. Ja, oder ist es vielleicht sogar noch jemand ganz anderes? Bam, 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 bam. Diese Frage. Diese und weitere Fragen wollen wir jetzt hier gleich klären in unserem Kino Plus Spezial der größten Filmbösewichte. Bis gleich. Schweigen im Walde. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer ausnahmsweise mal Spezialausgabe von Kino Plus. Denn wenn ihr das hier seht, bin ich bereits im Urlaub und habe keine Lust, eine reguläre Sendung zu produzieren. Dementsprechend habe ich mir gedacht, Sau. Genau, ich möchte auch mal faul sein in meinem Leben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir hier ein paar wirklich illustre Herren auf die Couch. Die konnten nicht. Die konnten nicht. Deswegen habe ich den genommen, die genommen, die Zeit hatten. Herzlich willkommen, Gregor. Wolf. Herzlich willkommen, Daniel. Ja, und Colin. Ja. Worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass er mal wieder die Zeit gefunden hat. Und natürlich auch bei dir und bei dir. Ja, ja, ja. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich auf diesem Sofa sitze. Das ist automatisch so der prominentere Spot. Ne? Das ist, tut mir leid, also wenn ihr euch irgendwie gedrängelt oder niederklassig behandelt fühlt, dann. Das ist voll in Ordnung. Ich bin eh noch heillos betrunken und ich lasse einfach mal alles auf mich zukommen. Das ist ein bisschen ich will gar nicht so prominent. Immer noch sitzen. Gamescom oder was? Ey, voll Kanne, ohne Scheiß. Ja. Was ich mir da reingeballert habe, das geht auf. Deswegen habe ich diese Woche auch Urlaub. Clevererweise jetzt. Keine Rechnung. Es wäre sehr gut, wenn das Special jetzt erst zu Weihnachten ausgestrahlt wird, wir alle noch von der Gamescom sprechen. Das wäre hart. Ja, kurz mal zur Erklärung, warum wir dieses Special hier machen. Ich war vor kurzem im Chat-Duell und dort gab es eine Frage: Nenne einen Schauspieler, der berühmt dafür ist, Bösewichte oder nur Bösewichte zu spielen. Und wir sind ums Verrecken nicht auf die Nummer 1 gekommen. Was glaubt ihr, was Gary Oldman. Gute Wahl. Schwer zu sagen. Also, ja, wenn man jetzt wieder, ich versuche alles wieder einfließen zu lassen. Das ist Chat-Duell, das sind die Leute. Ich meine, es gibt also Joe Pesci ist so einer. Nein. Aber der ist auch nicht mehr, der ist schon viel zu lange weg. Du musst die Altersklasse und die Popularität mitnehmen. Also sowas wie Voldemort oder so, ne? Ja, aber das wäre dann Ralph Fiennes. Das wäre Ralph Fiennes. Ja, er hat natürlich auch ein paar. Es war Christoph Waltz. Wirklich? Oh, ja. Oh. Der hat das Bond-Franchise versenkt. Der war ziemlich weit oben, wenn nicht sogar die Nummer 1. Und da ist mir mal aufgefallen, so, ey, Bösewichte, ne? Könnten wir ja eigentlich mal irgendwie drüber reden. Wer ist der Geilste, wer ist der Mieseste, auf wen kann man verzichten, wo sind die großen Fehler, die so ein Bösewicht machen kann oder die man mit einem Bösewicht anstellen kann. Und ich fand das ganz spannend für ein Thema und deswegen habe ich diese drei Herren und mich selbst gebeten, mal eine Top 10 der Filmschurken zusammenzustellen. Kann ich übrigens fürs Protokoll festhalten, dass du mich diese Liste gebeten hast, 5 Minuten, bevor ich losgehen musste? Ich habe dich per WhatsApp heute gefragt, so, Alter, was ist jetzt? Wird heute gedreht oder was? Ja, reicht, wenn du 13 Uhr da bist. Übrigens, cool wäre eine Top 10 deiner Filmbösewichte. Ey, ohne Scheiß, und ich war quasi schon am Anziehen. Deswegen ist da jetzt vielleicht nicht so viel Vorbereitungszeit reingeflossen. Aber er hat eine sehr schöne Liste zusammengestellt, die ich hier auch habe auf meinem tragbaren Telefon. Und ist das ein Mobiltelefon? Ja. In die verdammte Tüte! Ja, ich bin jetzt ein bisschen am Rätseln, wie wir das Ganze eigentlich angehen wollen. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall, werden wir diskutieren darüber. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob einer von euch ihn genannt hat, aber ich glaube, Gregor hat zumindest mal so eine grobe Auswahl getroffen und ich habe auch in der Top 50 Bösewichte-Liste oder Schurkenliste des American Film Instituts habe ich auch so Namen gesehen wie zum Beispiel Tony Montana. Mhm. Ja. Schwierig. Ja. Ne? Ist das jetzt ein Bösewicht? Ist das jetzt ein richtiger klassischer Filmschurke in dem eigentlichen Sinne, wie wir ihn jetzt verstehen wollen? Oder ist er halt der Antiheld? Ne? Also ich würde schon sagen, dass er ganz klar der Bösewicht ist in einem Film, in dem es aber keinen guten Protagonisten gibt. Deswegen konzentriert sich alles auf ihn. Aber also, ich meine, von diesem einen Detail abgesehen, dass er sich weigert, ein Kind zu ermorden, weshalb er irgendwie seinen Untergang beginnt. Aber bis dahin sehe ich jetzt keinerlei sonderlich positiven Eigenschaften bei ihm, die ihn als klassischen Helden zeigen würden. Deswegen ist er für mich eindeutig ein Bösewicht, aber es ist halt auch ein Film, in dem es um einen Bösewicht geht und nicht um ein Duell zwischen Bösewicht und einem Guten. Genau, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist ein geiler Bösewicht. Das ist das gute Beispiel eben. Dadurch, dass ein Guter fehlt, der als Protagonist da sein kann, hast du den Antagonisten als Protagonist und sympathisch genug gemacht, trotz seiner Bösewicht-Tendenzen, dass du eben dich da investiert hast einigermaßen. Ja gut, aber jetzt kann man ja aber auch sagen, zum Beispiel, wie die Herangehensweise bei so Filmen ist,
dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt den klassischen, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, das wäre jetzt so ein klassischer Bösewicht. So wirklich, der einfach nur von sich aus böse ist, weil er Spaß dran hat. Der Imperator. Ja, der hat wirklich Spaß dran. Ja, okay. Imperator ist das personifizierte Böse. So sage ich jetzt mal. Scarface ist für mich ja auch irgendwo ein Porträt. Ja? Ja. Ein Porträt eines, sage ich mal, sehr oder extrem ambivalenten Charakters. Ja, ob man, also man stellt sich ja die Frage, versteht sich Scarface selbst als Bösewicht oder einfach nur als Mann, der das tun muss, ich glaube, ein guter was Bösewicht er macht, um halt dorthin zu kommen, wo er hin will. Ein guter Bösewicht versteht sich doch nie selbst als Bösewicht. Ja, ja, aber es ist natürlich Argumente die Außenwirkung, so, wie du ihn inszenierst und so weiter, die dann ja auch mit da reinspielt. Also ich würde, sorry. Ja. Mach, nee, ich glaube auch, das ist eine sehr gute Frage, weil man da wahrscheinlich wirklich ganz klar trennen muss. Ist ein Film von grundsätzlich so angelegt, dass es eine klar gute Fraktion gibt, mit der man sich typischerweise identifiziert, siehe Harry Potter und seine Freunde. Und es gibt die ja, Lord Voldemort. Lord Voldemort, so eine typische Gut-Richtig-Geschichte, wo sowohl die moralischen Werte im Film ganz klar angelegt sind, was ist gut und was ist schlecht und entsprechend auch die Sympathien in der Regel verteilt sind. Natürlich gibt es da auch eine Faszination für das Böse, okay. Oder ist es halt ein Film, wo man sagt, wir stellen als Protagonisten jemand da eigentlich etwas Schlechtes tut, Tony Montana, der eigentlich auch nicht jemand ist, den man glorifizieren kann, wo man immer so einen heiklen Weg geht, der im Film aber trotzdem alles das mitbringt, was man braucht für die Identifikation. Man fiebert ja schon mit ihm mit. Man feiert gewisse Erfolge, man verurteilt bestimmte Taten. Aber natürlich ist er schon eine Figur, wo man nicht die ganze Zeit nur kotzend sitzt und sagt, oh, ich gehe jetzt raus. Das ist die Hauptfigur, das funktioniert nicht. Aber das ist nur im Film so, weil ich glaube, absolut gesehen, wenn wir jetzt sagen, die Moralvorstellung, mit denen wir das begutachten, ist natürlich ganz klar, gibt es keine zwei Meinungen. Tony Montana ist ein Schwerverbrecher, ein böser Mensch, ja, und würde damit eher Lord Voldemort sein. Aber es sind dazu verschiedene Ebenen, ne, die ja in die Beurteilung da einfließen. Also ist doch schwierig. Ich glaube, dass jemand wie Tony Montana, dass der schon sich relativ selber im Klaren darüber ist, was für eine Art Charakter das ist und wie er handelt und dass seine Handlungen auch Konsequenzen haben. Also deswegen glaube ich schon, dass ihm klar ist, dass er der Bösewicht ist, aber ich glaube, jemand wie er würde es ganz pragmatisch erklären mit, er tut einfach, was getan werden muss. Er hat einen Lebenstraum und nichts ist wichtiger als die Verwirklichung seines Traums. Und wenn er dafür wortwörtlich über Leichen gehen muss, ja, dann macht ihn das halt zum Bösewicht, aber hey, screw it. Ich meine, jetzt Tony Montana ist jetzt vielleicht auch da irgendwie auch gerade so ein bisschen ein kurioses Beispiel, weil er sogar noch in diesem Restaurant oder in dieser Szene ja sagt, ja, ja, I am the bad guy, I'm the bad one and you need me to point your fucking finger on me. So, ja. Ja. Also, das, was der Zuschauer dann auch denken soll, ja, gucken die an, den kokainsüchtigen Emporkömmling so, ja. Aber ich glaube, ich finde dadurch, dass sich der Film um einen bösen Charakter primär kümmert, natürlich wächst du dann, wenn es ein guter Film ist, ein gutes Skript, Schauspieler und Regisseur stimmen, wächst du dann bei dem Zuschauer, wie bei Scarface, gewisse Sympathien. Also das ist ein Charakter, bei dem du dir am Anfang vielleicht nicht vorstellen kannst, dass du tatsächlich irgendwie schon ein bisschen mitfieberst und irgendwo ganz hinten drin im Gehirn willst du vielleicht, dass er irgendwie rauskommt, weil es halt so ein charismatischer Bösewicht ist. Ich habe den Faden verloren. Aber bis dahin fand ich es ganz gut. Wie habe ich angefangen? Du wolltest sagen, ich glaube, ich kann das nochmal für dich aufnehmen, ja, gerade, weil ich bin ziemlich sicher, dass du genau das sagen wolltest. Also das, was wollte ich denn sagen? Also ich glaube schon, ein interessanter ach, Bösewicht, ja, genau, oder das, ja, natürlich, ein Bösewicht muss von seinen Taten überzeugt sein. Der hat, glaube ich, eine Agenda. Der hat sein eigenes Mindset an Moral und an Zielen, die er verfolgt. Weil das macht dann die Spannung auf. Da kann man dann mit seinem eigenen Moralkodex sagen, ey, da gehe ich gar nicht mit, kann ich überhaupt nicht verstehen, ja, wie du das vertrittst. Aber ich glaube schon, damit das glaubwürdig und interessant ist, muss er selber davon in seiner Welt überzeugt sein, dass er das Richtige tut. Genau, so, das zum einen. Und das ist der Unterschied dann vielleicht zu so ganz kurz noch dieser Exkurs, ja, was dann vielleicht weniger faszinierende Schurken ausmacht. Also so ein Jason Voorhees zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich, das ist ein stilisierter Charakter, der kultmäßig inszeniert wäre, ist auch ein ganz klarer Schurke, aber ist natürlich so gesehen weit weniger faszinierend auf eine gewisse Art und Weise, über die Ästhetik jetzt mal und die Mordvarianten hinaus, finde ich zumindest, weil er halt einfach, abgesehen von der Erklärung oder der Backstory-Wound, die da irgendwie hinterliegt mit der Mutter und den nicht aufpassenden Wärtern, letztendlich einfach nur das personifizierte Böse ist, ohne viel dahinter. Oder Mike Myers noch viel extremer eigentlich. Ja, der ist ein Konzept. Sagt, das ist genau, kein richtiger Charakter, genau, das ist ein Konzept. Ja, 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 genau. Aber genau, darauf wollte ich hinaus.
dadurch, dass wir in einem Film wie Scarface oder ich denke zum Beispiel auch so an sowas wie Reservoir Dogs, wo du auch keine klassisch gute Figur hast. Das aber auch keine klassisch böse, außer vielleicht Mr. White. Nee, aber ich meine, guck mal, aber das sind alles irgendwie Bankräuber und Schwerverbrecher und der eine davon ist hochgradig psychopathisch und eine Gefahr für alle Lebenden in seiner Umgebung. Also da gibt es vielleicht Abstufungen, was so die Gefährlichkeit angeht, aber ich finde, dass man die schon alle durchweg als Bösewichter klassifizieren kann. Und genau, und mein Punkt ist, dadurch, dass wir keine klassisch gute Figur haben, muss man sich als Zuschauer vielleicht so ein bisschen an den eigenen Moralvorstellungen entlanghangeln, um dann die Definition zu treffen, okay, sind das Bösewichter für mich und ja, in welchem Maß? Aber ich würde das ganz klar bejahen. Also nur, weil wir nicht den strahlenden Helden auf der anderen Seite haben, macht es zum Beispiel ein Tony Montana nicht weniger zum Bösewicht. Also das ist mein Punkt. Er ist nicht minder dann positives Vorbild natürlich, wenn du die ganzen Rapper aus den 90ern und 2000ern anschaust. Jeder hatte von denen Scarface-Poster irgendwo hängen, weil es eben der Lebensstil ist, den wir anpreisen. Ne? Also da wollen wir irgendwann mal hin. Und Tony Montana, auch wenn er am Ende abkratzt, das ignorieren wir, aber da wollen wir und das unterhält. Aber da gab es auch die Szene in Kurz und Schmerzlos, als sie da zu dritt wie bekifft da rumliegen, was gucken wir, Scarface, Alter, schon wieder Scarface. Ja, Mann, Scarface, weil Tony Montana hat halt die dicksten Eier, Mann. Wir gucken den jetzt nochmal. Ja, machen kurz vorhin aber aus. Aber wenn ich das noch kurz, ich finde es total spannend, auch bei Scarface, glaube ich, kann man sich noch fast relativ einig sein. Aber wenn man das noch weiterfühlt und sagt, okay, die was denn ja danach passiert, ist auch nach Scarface, und ich denke jetzt gerade an Sopranos, dass man Figuren schafft, die über einen Serien, über viele Staffeln, Zeitraum, denen man noch mehr Schichtigkeiten gibt und noch mehr kleine Geschichten und noch mehr Alltag, noch mehr Raum, um den Leben zu lassen und nicht immer nur die Brutalitäten und einen coolen Spruch oder sowas. Dann sind wir halt irgendwie bei Tony Soprano, wo ich immer total hin und her pendel, weil er ist ganz klar der Protagonist der Serie. Er bietet so viele Möglichkeiten zu sagen, ach, da fühle ich total mit ihm. Genau das, was er macht, das Familienleben, das Normale, das, worüber sich abfuckt, das ist so alltäglich und glaubwürdig. Aber trotzdem muss man sich irgendwie auch immer wieder daran erinnern, nee, im Prinzip ist das ein Arschloch. Im Prinzip ist das ein Mörder, das ist ein Gangster, das ist ein Fremdgeher. Also alles, was so klassische Moralvorstellungen irgendwie auszeichnet, hat er nicht. Aber trotzdem ist es nicht so leicht. Aber du gehst ja nicht hin und sagst, oh, ich möchte jetzt in der nächsten Folge, dass Tony stirbt. Naja, es ist schon der 2.0 Tony Montana. Du hast auch das in exponiert nochmal mit Walter White jetzt gerade aktuell gehabt, ne? Wo er immer mehr zum Bösewicht, konkreteren Bösewicht nach und nach wird, aber wir natürlich diese ganze Wandlung mitbekommen und dass sich die Leute eigentlich von denen, die auf der guten Seite stehen, wie seine Frau, die hassen alle, ne? Weil die dann so porträtiert wird und sich eben diesem charismatischen Charakter entgegenstellt. Also ich finde es ja noch schwieriger, es ist zum Beispiel, wo wir es gerade schon bei Serien sind, bei Mad Men, Don Draper. Also am Ende, du ertappst dich so oft in der Serie, dass du denkst, Alter, was für eine coole Sau, ich wäre schon gerne wie er. Ohne Scheiß, der sieht halt fucking gut aus im Anzug sowieso, ist nur am Trinken, am Saufen, vögelt sich einmal durch die Weltgeschichte und ist immer slick und cool dabei, macht so eine Mörderkohle. Aber irgendwann hältst du so ein, so gerade so gegen Ende der Serie und denkst, Alter, was für ein selbstzerstörerisches Arschloch, was auch irgendwie um sich rum nur Chaos und Vernichtung hinterlässt. Aber der ist halt so charismatisch, dass du dich ganz schnell dabei ertappst, dass du schon gern irgendwie so ein bisschen wärst wie er. Du magst. Aber ich meine, der hinterlässt halt jetzt keine Toten im Sinne von, dass er irgendwie Morde begeht, so wie Tony Soprano. Aber er bringt ja Ehen auseinander und keine Ahnung. Ja. Ey, also der zerstört tatsächlich Leben und nicht zuletzt so sein eigenes. Und also da finde ich es halt auch schwierig, weil er ganz klar der Bösewicht ist. Aber also da tut es mir selbst ein bisschen im Herzen weh, den halt nicht trotzdem irgendwie geil zu finden. Also es gibt auf jeden Fall so grenzwertige Fälle. Und vielleicht haben wir auch ein paar auf unseren Listen. Glaube ich auch. Also ich habe zumindest habe ich einen, wo ich jetzt auch sage, nachdem wir jetzt so drüber gesprochen haben und nach meinen eigenen Gedanken vorher, wo ich nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, dass es ein Bösewicht ist, aber ich finde ihn halt so cool als in der Wahrnehmung. Ja. Ich würde das jetzt genau wie bei den Kultfilmen machen. Jeder ballert mal so zwei Namen raus. Ja, und dann versuchen wir anhand einer Abstimmung quasi den auf eine Liste zu setzen. Sollte es ein Unentschieden geben, also sollten zwei sagen Nein und zwei sagen Ja, packen wir den erstmal auf die Seite und auf die Halde und können dann nochmal entscheiden. Also wir werden unsere Top Tens jetzt zu einer Top Ten verschmelzen. Wir werden jetzt unsere Top Tens. Das wird ja ganz leicht gehen. Ja, stimmt auch. Das wird keiner für kleben oder so. Ja. Wir sind doch selbst bei den Kultfilmen eigentlich immer noch nicht auf unsere finale Liste gekommen. Nee, ich wollte es nur mal sagen. Ja, aber wir haben ja auch immer noch eine Fortsetzung in Aussicht gestellt. Ja, absolut. Wo du auch gerne herzlich eingeladen bist. Ich stelle es mir gerade nur vor, wie jeder kommt mit 10 Namen, die er sich rausgewrungen hat und von denen überzeugt ist. Und da kommen noch 30 andere potenziell. Ja, dass man da, okay, ich bin mal großmütig. Ich sag jetzt mal so. Aber nur, wenn du meinen auch durchwinkst. Ich möchte jetzt noch keinen Namen vor der Werbung irgendwie preisgeben, aber ich wette, es gibt einen Namen, der steht in 3 Listen mindestens und dann müssen wir auch nicht mehr diskutieren, ob dieser Name auf dieser Liste ist. Ja, das ist gut. Ja, das ist ein gutes Vorgehen. Vielleicht mal gucken, also auf wie viele Listen die. Dementsprechend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz schnell in die Werbung und machen danach direkt weiter mit der Findung der 10 besten Bösewichte aller Zeiten, zumindest aus unserer Sicht. We'll be right back.
Ja, da sind wir zurück in unserem Kino Plus Spezial zum Thema die miesesten, größten, besten Filmschurken aller Zeiten. Hier zusammengestellt von uns Vieren. Und wir machen uns jetzt dran, mal eine Top 10 zusammenzustellen. Und wie gesagt, ich würde einfach mal, Gregor, du sitzt da draußen, du hast gerade dein Laptop aufgeklappt. Ich würde sagen, nenn mal einen, von dem du glaubst, dass der, zu jetzt. Dass der bei uns allen ist. Dass der ziemlich populär ist und dass der auf die Liste gehört. Und einen, wo du sagst, so, das ist so mein, ja, weiß ich nicht, okay, mein Geheimtipp oder so. Ja, genau. Sozusagen. Also, der allererste, der mir in den Sinn gekommen ist, dass du die Aufgabe gestellt hast, ist, glaube ich, so der prototypische Bösewicht, wo alle auch sagen, ach ja, ja, genau so muss man es machen. Er ist böse, er ist deutsch, er fällt gerne runter von Hochhäusern. Es ist Hans Gruber. Stirbt langsam. Ja, hier, erster Eintrag bei mir. Natürlich, Hans Gruber. Und da Hans Gruber auch auf meiner Liste steht, Colin, hast du wirklich wenig Chancen, dagegen zu argumentieren, ne? Ich hab ihn nicht auf meiner Liste, aber natürlich, ich meine, wenn ich eine Top 20 gemacht hätte und noch länger nachgedacht hätte, also was soll ich dagegen sagen? Ja, er ist deutsch, wie du schon sagst, alle Argumente, er ist Actionfilm-Stereotyp. Da kannst du auch genauso gut John Lithgow irgendwie in Cliffhanger nehmen oder so. Ja, und ich meine, das muss man auch nochmal sagen, ne? Irgendwie eine Top 10 zusammenzustellen macht schon Spaß, aber gleichzeitig blutet einem ja das Herz, weil es eben keine Top 20, 40, 50 oder 100 ist. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass in den Kommentaren sofort irgendwie alle aufschreien, warum den nicht, ja, weil jeder hatte halt nur 10 Plätze. Also jetzt tobt gerade Diskussion im Chat, warum hier nicht Professor Snape, wenn wir schon Alan Rickman haben. Ne? Weil Hans Gruber einfach, es tut mir leid, aber das liegt jetzt nicht an Professor Snape, der Figur, oder halt auch an Alan Rickman himself. Es liegt einfach an den verschiedenen Regisseuren, die einfach nicht gewusst haben, wie sie den Mann richtig gut in ihre Filme irgendwie einbauen können. Ja? Also wir hatten da gerade gestern die Diskussion drüber, wie, sag ich mal, schwach eigentlich der sechste Teil ist, wo dieses große Reveal ist, dass Snape quasi der Verräter ist und bla 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 so. Und dann halt auch noch, hast du gar nicht gerade gesehen? Also ich habe so viel davon mitbekommen, dass ich weiß, dass Snape irgendwie das noch was anderes zu seiner Figur gehört. Als Genau. Aber ich finde halt, die Regisseure oder die mit der Figur wurde innerhalb der Harry Potter-Serie meiner Ansicht nach, ja, der wurde Potenzial verschenkt. Also der hätte einfach noch besser sein können, noch geiler, noch tragischer. Die letzten Bücher auch nicht gelesen, also weiß ich nicht, ob das mit dem Film einhergeht, ob es da dann besser porträtiert war, aber es ist eben dann einer Figur mehr Tiefe geben, die dann immer so der Standard-Antagonist gewesen ist in den frühen Büchern. Ja. Jetzt ist er der Beliebte. Jetzt muss man vielleicht auch unterscheiden, ist die Figur Hans Gruber so geil oder ist es dann Alan Rickman, der halt das Geile aus dieser Figur rausholt? Ne? Das wird, glaube ich, doch wahrscheinlich bei den meisten, also bei mir, bei meiner Liste, sind es, glaube ich, fast ausschließlich Leute, wo ich sage, das ist schon untrennbar auch mit der Leistung, mit der individuellen. Weil wenn es nur darum geht, einen Bösen, der da sitzt, großkotzig Leute in den Tod schickt, also das sind dann ja doch eher die Klischees und die hat man in vielen Filmen. Also natürlich, da kannst du jeden Film, in dem es ganz klare Trennung gibt, da wirst du in sehr vielen Filmen wahrscheinlich potenziell geeignete Charaktere finden. Aber ich glaube, Alan Rickman, der füllt diese Figur schon mit einer Individualität und persönlichen Boshaftigkeit ja irgendwie an. Das macht schon viel aus. Ja, auf jeden Fall, wenn du dir jetzt nochmal Die Hard anguckst, also jede Szene mit Alan Rickman, er beherrscht halt einfach die Szene. Also du kannst dich ja kaum noch auf irgendwas anderes konzentrieren, wenn er on screen ist und seine Monologe hält. Und also vielleicht wäre das eine ähnlich starke Szene gewesen mit anderen Schauspielern, aber das ist halt ein ganz großes Vielleicht. Mhm. Wir haben hier Alan Rickman und wir sehen, dass es definitiv die richtige Wahl ist. Und ich meine, so ein kleines Detail, aber ich mochte bei seiner Figur schon immer, dass es am Ende des Tages halt nur ein völlig banaler Bankräuber ist. Mhm. Der will einfach nur Kohle. Und ich habe so einen Trend. Aber kultiviert. Absolut kultiviert, ja. Aber ich finde das so schön, dass irgendwie, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren, sei es Filme oder Videospiele, sie probieren aus jedem Bösewicht irgendwie immer so die Verkörperung eines philosophischen Ideals zu machen. Also ich kann diese Rede nicht mehr hören am Ende von wegen, ich bin die Darstellung aller wilden Impulse und ich zeige dir, dass die Wahrheit ganz tief im Menschen steckt. Wir sind alle Tiere und wenn alles zusammenbricht, so ey, habe ich schon tausendmal gehört, danke. Und es ist so eine Erfrischung, nochmal Die Hard zu gucken. Die wollen einfach nur Kohle. Ja. Es geht denen nicht um Philosophie, die wollen nicht das System in Frage stellen. Die wollen einfach nur Kohle und abhauen und sich ein schönes Leben machen. So. Und das finde ich, das klappt auch nicht immer, aber in dem Fall ist absolut perfekt. Ich muss eben auch sagen, der hat so viel Eindruck hinterlassen, nicht nur, dass Die Hard so hochgehalten wird, der war die Blaupause für x andere Bösewichte, die da im Spielwasser gefolgt sind. Absolut. Und kaum einer hat es nochmal so hingekriegt. Ne? Und es gibt ja so wirklich diese kleinen, schönen Momente, von wegen, weiß ich nicht, wenn er da dem FBI-Agenten erklärt, welche Brüder im Kampf freigelassen werden sollen. Da dachte ich auch gerade. Meine irgendwie Leute aus der, von der Asian Dawn-Bewegung. Und der andere, der Balletttänzer, guckt dann, Asian Dawn?
Und dem habe ich mal im Time Magazine gelesen. Ja, das ist super gut, ey. Ohne Scheiß. Ja. Oder auch dieses, da kommen wir, glaube ich, später noch mal, muss ich dich mal zitieren, aber da kommen wir noch zurück, wie er da im Aufzug steht und einfach hier Freude, schöner Götterfunke irgendwie so mitsingen. Mhm. So du. Ja, das macht's halt aus und das hinterlässt halt wirklich einen Eindruck. Und ja, ich sage, Hans Gruber gehört definitiv, wir wissen noch nicht, in welche Position, aber er gehört auf jeden Fall auf die Liste. Gibt, glaube ich. Ja. Ich glaube, das sind alle. Ihr drei, alles klar. Yes. Ast rein. Ich hab gar nicht mehr so präsent. Ich hab gerade wieder total Bock, mir anzugucken. Ja, ey, auf jeden Fall. Muss ich auch mal wieder reinziehen. Schon zu lange wieder nicht. Ich bin schon wieder auf Turkey. Ja. Ja. Bestimmt auch schon wieder so 2 Jahre. Ja. Aber also haben wir noch die gute Zeit der großen Einschusslöcher. Ja. Weihnachtsfilm, weißt du ja. Ne? Schau noch mal, wie ein guter Film funktioniert. Ja. Nein, das wäre jetzt fies. So. Ja, Hans Gruber, da bist du ja schon mal auf Nummer sicher gegangen. Auf Nummer sicher, ja. Grübchen. Soll ich ein bisschen esoterischer werden? Komm, jetzt mal. Na gut, so super esoterisch ist es nicht, aber einer, der in meiner Kindheit mir großen Eindruck hinterlassen hat und immer personifiziert mehr klassisch das Böse und stellt auch viele böse Sachen an. Ist der Lollipop-Verkäufer mit seinem Van. Genau der, aber danach kommt gleich Highlander und Kurgan. Der große... Ist das der Glatzkopf? Das ist der Glatzkopf, ja. Ey, ich habe Highlander echt 15 Jahre nicht mehr und immer nur in der geschnittenen Version, Highlander bevor der super. Kopf abrutscht, glaube ich. Also ist eben der Typ, der hier Conor McLeod verfolgt, der Sean Connery weghaut und immer der in die Kirche reingeht und da die Nonnen mit seiner Zunge bespaßen will und einfach so eine Präsenz. Clancy Brown ist ja eh... Und er hat den Brainbug gefangen. Den Brainbug hat er gefangen, ist die Stimme von Mr. Krabs. Ja, ja. Also er hat mannigfaltig viel schon gemacht, aber Kurgan ist eben jetzt nicht einer, der so heraussticht von der Originalität wie so ein Hans Gruber, der es damals gewesen ist. Ist eben wirklich ja personifiziert böse, aber ich hatte wirklich gut Schiss vor ihm als Kind. Ne? Und wenn ich es mir heute angucke, auch ist es eben durch den Regisseur so alles musikvideomäßig inszeniert. Der sieht auch immer mächtig geil und böse aus mit seinem riesigen Schwert. Ja, oder was ich ja geiler fand, war ja diese geile Narbe, die er sich mit den Büroklammern oder... Ja, genau, mit Büroklammern zugemacht hat. Das fand ich immer ziemlich cool. Er hat diesen Punker-Style, also er hat wirklich für jede Ära, wo er da gewesen ist, entsprechenden Stil gehabt, ob es jetzt hier im Bild wie zu den Highlander-Zeiten, zu den 16. Jahrhundert und so weiter, aber... Also er ist schon eine imposante Erscheinung, das will ich gar nicht ihm irgendwie abstreiten. Also gerade auf dem Schlachtfeld, da wo er noch lange Haare hat, da fand ich ihn gut. Später fand ich ihn schön irre. Mhm. Aber... Er hat keine Highlander-Fans, ja. Ja, eher, ne, also ich würde ihn eher weiter hinten irgendwo rein. Also bei ihm fehlt mir tatsächlich das eine bestimmte Element, über das man kaum diskutieren kann, was ihn zum... Was hast du gesagt? Nee, jetzt will ich es mal wissen. Der Chat hat es schon längst... Was? Ich habe gesagt, ich würde ihn erst eher irgendwo da hinten reinschieben. Ach so. Ja, wie lange drehen wir? Mal gucken, was danach noch so passiert. Ja. Nee, also, Tattoo auf der Brust. Gregson, ich finde es echt eine gute Wahl, auch wirklich originell, aber mir fehlt dann so das letzte Quäntchen, was tatsächlich ihn und nur ihn ausmacht, dass ich sage, dass er wirklich in die Liste der 10 besten Bösewichter kommt. Also da wird es leider für mich ein bisschen zu eng für ihn. Absolut. Wäre bei einer 20, 30, 40, 50, ey, locker auf jeden Fall, ist ihm gegönnt. Ey, absolut. Ne? Aber es also, ist echt eine gute Wahl. Also, kann ich da auch damit leben. Und jetzt gerade, wo ich den Screenshot sehe, ich glaube, ich muss den auch noch mal gucken. Das ist ja echt ganz vergessen, aber es ist ja schon einigermaßen geil. Gibt es jetzt auch einen schönen restaurierten Blu-ray? Ja, die Blu-ray sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Wie gesagt, alles außer Highlander 2 gucken kann man dann gerne mal. Nein, ich akzeptiere das auch so. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir hier es verschmelzen zur ultimativen Top 10, die für alle Zeiten gilt und wo jedes Beispiel perfekt ist. Das war ja eine persönliche Liste. Und da er viel Eindruck bei mir geschunden hat, weil ich Highlander so oft geguckt habe, ist er in meiner Liste auf jeden Fall in der Top 10 dabei. Ja, deswegen. Also ich habe mich irgendwie auch auf 10 beschränkt, aber auch wirklich auf die, von denen ich sage, da stehe ich voll hinter. Also wenn du irgendwelche Listen durchforstest, da findest du noch 1000 andere Namen. Eben. Aber wenn ich keinen persönlichen Bezug zu denen habe... Ja. Da kommen wir bestimmt auch noch zu ein paar Charakteren, die ich so mitgebracht habe, wo ich sage, ja, kickt mich aber nicht, deswegen würde ich ihn nicht nehmen. Glaube ich jetzt bei mir weniger, aber also ich bin schon davon ausgegangen, dass wir eine hohe Einigungsrate finden. Gut, aber ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, Wolf, also, raus, wenn wir... Achso, warte, bei mir kribbelt schon. Ja. Bei dir kribbelt es. Ich meine, die Reihenfolge einhalten wollen und dann... Ja, meine ich ja, deswegen meine ich Wolf gerne. Komm, Wolf. Okay, dann sage ich jetzt einfach den zweiten auf meiner Liste. Und das ist jetzt nicht wie Grated, sondern einfach, wie es mir in den Kopf kam, ist John Doe. 7. Sieben, sehr gut. Finde ich, wenn du dir noch mal vor Augen führst, wie sein gesamter Plan aussieht, wie er den durchgezogen hat und auf welches Ende er hingearbeitet hat, was er dann sogar umgesetzt hat, was nicht die meisten Bösewichte von sich sagen können, dann muss ich, also der ist halt dermaßen eindrucksvoll,
dass ich nicht anders kann, als John Doe auf meiner Liste der geilsten Bösewichte zu setzen. Und ich meine, okay, da sind wir vielleicht ein bisschen bei dem Punkt, dass er so ein klassischer Bösewicht ist, der das gesamte System in Frage stellt. Also seine Motivation ist Hass und Ekel vor dem System und er will irgendwie einen großen Knalleffekt erzeugen, damit irgendwie alle in sich gehen und nachdenken, ob wir als Gesellschaft so noch weiterleben können. Wie gesagt, das kann bei Filmen, kann das tödlich langweilig sein, aber in dem Fall, weil auch dieser ganze Aufbau schon so tief dramatisch und tragisch und also episch in dem Sinne von, dass da wirklich irgendwie Lebensentwürfe aufeinander prallen und nicht alle heil aus der Nummer rauskommen. Also da hat es für mich voll funktioniert. Ja, und vor allem, weil er dich halt, ich meine, das ist jetzt die Frage, ne? Ist es jetzt John Doe oder ist es halt das Drehbuch oder halt an dem Moment David Fincher, der dich halt vor diese echt ultra fucking miese Entscheidung halt stellt am Ende. Weißt du? Also das, ich meine, auch hier, das sind halt so fiktive Szenarien, wie hätte es ausgesehen, wenn nicht Kevin Spacey ihn gespielt hätte, ist halt unmöglich zu beantworten, aber ey, wenn ich an John Doe denke, dann denke ich an Detective genau. Und alle drehen sich um und er steht da mit seinen blutigen Fingerspitzen. Das ist so eine geile Szene. Warum sich vielleicht sofort auf eine Top 20 einigen? Ja. Also ich hatte ihn auf der erweiterten Liste auch mit drauf. Also würde man sagen, Platz 11 wäre da schon auch verdient gewesen. Gerade weil, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, ein großer Teil des Films, da ist er ja auch nicht direkt als Präsenz dabei. Man hat ihn ja auch nicht in den Credits gesehen, sondern eher später hinten aufgetaucht, sondern eben, man kennt ihn schon, wo man seine Taten nur sieht vorher. Ne? Und macht sich sozusagen sein Profil zusammen. Und so in vergleichsweise weniger Screentime, die ihn Hans Gruber schafft, trotzdem so einen Effekt zu haben. Das ist ja auch eine Kunst. Also er ist so ein bisschen, ich hoffe, ich greife da nicht allzu sehr vorweg, aber er ist so ein bisschen wie der weiße Hai aus Der weiße Hai, der den Film die ganze Zeit bestimmt, ohne dass du ihn permanent siehst. Also bis er endlich mal auftritt, hast du dir in deinem Kopf schon so ein Bild zusammengebastelt. Und also das ist so eine Szene, das hätte wie auch echt cheapy und wie ganz billiger Schlock wirken können, aber wie er da brüllt, Detective, damit er endlich mal Beachtung findet. Ey, das ist schon eine ganz starke Szene in einem unglaublich guten Film und also für mich auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbösewichte, der, finde ich, definitiv in der Top 10 gehört. John fucking Doe, ey. Mein Problem ist, ich gebe dir mit allem, was du recht, was du gesagt hast, mein Problem ist halt irgendwie bei John Doe, dass er eben halt so spät erst auftaucht. Weißt du, beim Weißen Hai ist mir das egal, ja, da bin ich froh, das Vieh endlich zu sehen, so. Ich würde den auch, ich habe auch überlegt, ob ich ihn mit aufnehmen soll, ich würde ihn gerne, aber ich habe, glaube ich, irgendwie damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, die Abwesenheit von ihm, die hat mir dann doch irgendwo so ein bisschen die Persona genommen. Weißt du, was ich meine? Also das ist so. Aber genau das ist doch das Faszinierende. Ich gebe dir auch wirklich, ich will dir gar nicht widersprechen so. Warum machst du es dann? Weil ich halt, wie gesagt, du alter Prinzipienreiter. Nein, es ist doch einfach nur mein Eindruck, mein Gefühl, was ich damals hatte. Hör auf zu heulen. Er kommt erst so spät im Film und so, wo ich schon fast gedacht habe, okay, der Film läuft darauf hinaus, dass sie ihn irgendwann am Ende letztendlich stellen, so, und das ist das Einzige, was du von ihm siehst. Ja, und also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn du ihn nur in Anführungszeichen als Person siehst, dann weiß ich genau, was du meinst. Aber für mich fühlt sich 7 so an, dass in jeder Szene, dass er irgendwie über allem schwebt. Ja, also du kannst keine Szene nehmen, ohne dass du nicht spürst, irgendwie, da ist irgendeine böse Präsenz liegt über diesem Film. Und dann sehen wir endlich die Verkörperung davon. Und das hat bei mir einfach Klick gemacht. So, ja, fuck, genau so stelle ich mir John Doe vor. Der ist so glatt. Ja, so niemand. Und genau das macht ihn so wahnsinnig unheimlich. Ja. Und dann realisierst du auch, dass er völlig wahnsinnig ist, aber nicht dumm, sondern im Gegenteil hochgradig intelligent. Und das ist für mich echt eine sehr unheimliche Mischung. Ja, müssen wir wohl jetzt mal abstimmen. Wer sagt ja, wer sagt nein? Ich würde ihn erstmal auf die Halde schicken. Ja, also auf die jetzt Halde. Abstimmen, bevor wir alle Sachen auf die Runners ab Halde. Das klingt jetzt so. Ich würde erstmal mit ja stimmen. Sehr gut, danke, Gregor. Der Mann dann, hat Geschmack. Pass auf, dann stimmen wir beide jetzt erstmal mit nein. Pass mal auf, wir stimmen mit nein. Ja. Gut, das hatte ich ja fürs Protokoll schon vorher angedeutet. Es ist so lange. Aber dann ist er halt schon mal auf das sichere, also er steht noch zur Entscheidung. Ja, ist er noch mal im Recall? Ja. Wir haben ihn nicht ausgeschieden. Ich erinnere mich nur an unsere, bei der Kultsache haben wir es genauso gemacht und wir haben bis heute keinen Abschluss gefunden. Ich sage nur, das ist schon wieder hier viel stark mit Ansage, was wir hier probieren. Ja, ich weiß. Aber er ist auf jeden Fall in der näheren Auswahl. Das ist schön, so eine zweite Liste, die entspannt, glaube ich, auch den demokratischen Prozess. Vielleicht ein bisschen zu einigen hier. Ja. Das finde ich sehr gut. Das ist wie so ein Placebo. Oh, schon wieder meinen nicht. Aber er steht zumindest auf der anderen Liste. Okay, das waren die zwei von Wolf, die ersten zwei. Der dicke Sohn und John Doe. Ja, jetzt bist du dran. Okay, ich fange an mit einem, der
ich glaube, das ist jetzt mein Safe Bet. Also, wo ich mich wundern würde, kann man vielleicht Geschmack sagen, aber ich glaube, verbunden mit einer schauspielerischen Leistung, ist es der zweite Hans auf der Liste, Hans Lander aus Inglourious Basterds. Für mich immer noch meine persönliche Lieblings-Christoph Waltz-Rolle, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es wurde komplett um ihn herum geschrieben, alles um seine Art, um seine Mimik, um seinen Style. Aber war das nicht mehr Roy Black? Ja gut, hat mir auch die Tränen in die Augen. Ja, genau. Ja. Ja. Er ist so ein typischer Tarantino oder so ein moderner Bösewicht, der einerseits natürlich ein absolutes eiskaltes Dreckschwein ist, der andererseits durch Lachen, durch Zynismus, durch Alltagssituationen auch so überzeichnet ist oder auch so eine Banalität, so wie bei Reservoir Dogs, so eine Glaubwürdigkeit irgendwie auch bekommt. Wobei er gleichzeitig immer trotzdem ein Abziehbild ist. Er ist urböse, er ist clever. Und ich finde, es gipfelt in fantastisch geschliffenen Dialogen und Monologen. Und Christoph Waltz füllt diese Rolle derart gut. Das ist für mich einfach der fiktive, zwischen Charme und total aber Aversion lavierende Nazi-Bösewicht. Das finde ich halt das Entscheidende bei Hans Lander. Weil das Allerschlimmste an Hans Lander fand ich, dass er so charmant war teilweise. Ja, und ich hatte, um das vielleicht noch zu ergänzen, ich hatte noch einen zweiten Nazi-Verbrecher auf der Liste. Amon Göth. Genau. Amon Göth hatte ich drauf und da dachte ich mir, der macht würde so auf jeden Fall gar keine Frage. Also der hat natürlich keine andere Ebene. Das ist sicherlich einer der, da wird sich jeder, hoffe ich zumindest, einig sein, eine der widerlichsten Dreckschweine des letzten Jahrhunderts oder vielleicht auch ganz allgemein. Der ist historisch erwiesenermaßen ein schlechter Mensch, ein böser Mensch. Der wird im Film auch ohne jede, ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendeine, ein, zwei kleine Kleinigkeiten, wo er dann vielleicht mal so Liebesaversionen hat und man denkt, oh, bitte bieg jetzt moralisch richtig ab, mach mal das Gute und fünf Minuten später macht er das Böse. Dich. Ja. und da habe ich aber gedacht, irgendwie, das ist schwierig, weil das ist ein Bösewicht, aber da gibt es halt keine zwei Meinungen. Und das macht ihn irgendwie, von dem Kaliber wird es wahrscheinlich noch viele andere Bösewichte geben, die man reinnehmen könnte. Und da habe ich dann gedacht, na komm, dann nehmen wir doch lieber jemand, der für eine vergleichbare Zeit und vergleichbare Verbrechen oder so ein Mindset steht, der das Ganze aber affektiv und viel persönlicher und faszinierender irgendwie noch auffüllt. Und auch gleichzeitig diese Faszination des Bösen, nämlich, dass man irgendwie auch mit einem Teil seines Herzens mit ihm fühlt. Und sei es nur, weil man so brillant findet, wie bösartig dieser Mensch ist. Vor allem, er ist nicht nur bösartig, er ist vor allem interessanter als die Helden in den Filmen. Ja. Also die haben natürlich alle ihre eigenen Charaktere, die Bastards, aber da ist nicht das entsprechend charismatische Gegenstück, finde ich, im Film für ihn da. Ja, der spielt ja wirklich auch einfach alles an die Wand. Ne? Das kommt noch dazu. Also ich meine, wenn du mal die Szene anguckst, wo er auf Brad Pitt und den anderen Italiener, glaube ich, trifft, und dann einfach anfängt, in Italienisch zu parlieren. Buongiorno. Ja, und Brad Pitt kann nichts anderes. Den Akzent nochmal raushören will. Und Brad Pitt kann nichts anderes als seinen Kiefer nach vorne schieben in der Szene so. Ja. Und, Buongiorno. Das war ein großer Lacher im Kino. Und er war auch danach, muss man ja sagen. Er war dann wirklich abonniert so auf diese Rollen so ein bisschen. Er hat die ja nochmal gespielt und nochmal einen Oscar bekommen. Ja. Genau, aber für mich war das schon irgendwie schon deutlich, fand ich es weniger cool. Und natürlich dann Inspector spätestens als Blofeld, wo ich so dachte, theoretisch eine super Besetzung, aber sei es dem Drehbuch geschuldet, welchen Entscheidungen auch immer, also ein so schwaches Abziehbild eines potenziell brillanten Bösewichts, so wie Philip Seymour Hoffman in Mission Impossible 3, wo man denkt, eigentlich ein geiler Typ, eigentlich eine geile Rolle, aber er kann überhaupt nicht atmen und leben und bleibt völlig unter den Möglichkeiten. War eigentlich auch der Bösewicht in Green Hornet zum Beispiel, wo er irgendwie dann auch ziemlich unterging. Ja. Ich meine, da war auch der gesamte Film jetzt vielleicht irgendwie nicht so spektakulär, aber ja. Glutkowski oder Glutnowski oder wie er irgendwie so. Ja, Hans Lander, muss ich sagen, habe ich auch auf meiner Liste. Also du hättest auf jeden Fall einen potenziellen Fürstimme für Hans Lander. Ich erweiterte Liste. Ja, ey, ich mag ihn auch sehr. Machen wir jetzt die Liste komplett schon voll? Jetzt erst einen Namen auf der Liste. Ja, stimmt. Jetzt, wo wir für jeden dann eine neue Liste anlegen, ist es vielleicht auch. Merkt man das vielleicht auch für die nächste Abstimmung? Also ich meine, man kann das ja jetzt nicht objektiv irgendwie betrachten. Aber wenn ich versuche, mich an irgendeine Form von Objektivität ranzuwagen, würde ich auch sagen, der gehört definitiv absolut auf die Liste. Alles, was du gesagt hast, damit hast du völlig recht. Wir haben ihn alle noch im Kopf. Und also der hat jetzt schon Filmszenen, die werden wir, glaube ich, allein dieses erste niemals Gespräch, vergessen. Also die erste Szene, wirklich. Ich meine, klar, die lebt natürlich auch davon, dass Tarantino dann irgendwann mal unter den Boden schwenkt, so, ja. Aber er hätte es ja nicht mal machen müssen. Er hätte es nicht mal machen müssen. Zuschauer klar ist. Genau, er hätte es nicht mal machen müssen. Aber es ist auch egal, wie bestimmt, wie unterschwellig aggressiv und freundlich irgendwie Waltz in dem Moment ist. Und dann halt einfach, so die gesamte Aufmerksamkeit
aus dem Kinosaal auf sich zieht. So, der hat von der ersten Sekunde an hat er vollkommen die Kontrolle über jede einzelne Szene, in der er auftritt. Und das macht ihn so wahnsinnig spannend zum Zusehen, dass du nicht ganz genau weißt, worauf es hinausläuft, aber du weißt, dass alles, was passiert, passiert, weil er es so will. Wie als er später das erste Mal in dem Restaurant wieder auf die Heldin trifft. Genau. Und er guckt sie so 3-4 Sekunden durchdringend an, dass du als Zuschauer dir nicht ganz sicher bist, erkennt er sie jetzt oder erkennt er sie nicht. Und also natürlich erkennt er sie. Aber auch da, weißt du, das hätte jetzt auch alles ganz anders laufen können, aber er hat sich entschieden, das Spiel mitzuspielen und freundlich das Gesicht zu machen, weil er weiß, am Ende kriegt er sie eh. Er muss sie nicht beinahe, er isst lieber seinen Apfelstrudel. Aber ich wollte sagen, also gefühlt muss ich leider sagen, nein. Und wirklich auch nur deswegen, weil wir Hans Gruber schon auf die Liste gesetzt haben. Und ich weiß natürlich, dass es zwei unterschiedliche Charaktere sind. Und sie machen nicht das Unterschiedliche und sie haben einige Sachen, die sie voneinander unterscheiden. Aber so gefühlt ist das für mich so eine Ecke der Bösewichter, in der die beiden sich sehr, sehr wohlfühlen würden. Aber ich habe eben schon Hans Gruber in den Ring geworfen. Und deswegen, um ein bisschen auch die Varianz noch irgendwie zu wahren, wir haben halt nur 10 Plätze, würde ich bei Hans Gruber bleiben. Und ihn, auch wenn es mir echt leid tut, aber der Platz ist halt schon. Ist wie bei hier Reise nach Jerusalem. Weißt du? Er war so kurz davor, sich mit seinem dicken Hintern auf den Stuhl zu setzen, aber Hans Gruber war eine Sekunde schneller. Auch vor allem, weil Hans Lande nach Jerusalem geht. Jetzt müssen wir halt nur noch Gregor. Oh, das ist voll fies. Naja, du musst jetzt nicht noch zurückhalten. Nein. An weil deiner Stimme hängt es jetzt. Wenn du jetzt auch Nein sagst, Jackson, darfst ja nicht vergessen, wenn du musst auch ein bisschen Nein Platz sagst, für deine lassen. Ne? Gregor, ja, das ist es ja. Sonst ist gleich schon ein Fünftel weg, aber ich will dich Gregor, nicht nur wenn du jetzt Nein sagst, landet er sowieso auf der Zweitliste, also auf der noch offenen. Also er reiht sich quasi. Ja, dann ab zum dicken Kind. Nee, das dicke Kind ist ganz anders. Also wir haben jetzt 3 Listen. Wir haben 3 Listen. Genau. Ja, okay. Also jeder kommt irgendwo vor. Ah, genau hier. Aber Gregor, überlegst du. Ich meine, nichts gegen Hans Gruber, aber das ist natürlich schon mal die 4.0. Komm, pack ihn drauf. Do it. 2 Hänse. Also sagst du ja? Ja. Dann haben wir 3. Do it. Hans Lander ist die Nummer 2. Und damit gehen wir erstmal in die Werbung. Okay. Alter. Es wird eine schwierige Geburt. Ja. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserem KinoPlus-Spezial über die besten Filmschurken aller Zeiten. Colin hat gerade Hans Lander ins Rennen geschmissen. Es war sein erster Tipp. Ein zweiter ist noch offen. Die beiden Herren auf der Couch da drüben haben bereits jeweils 2 Tipps abgelassen. Colin. Jetzt kommt eben noch ein kleiner, von dem ich so ein bisschen wie dein dickes Kind, aber wahrscheinlich noch unbekannter und noch auf weniger Listen vertreten. Mich persönlich hat er aber immer sehr, sehr geprägt und fasziniert. Ich liebe diesen Film und diese Rolle, die ich jetzt vorstellen möchte in aller Kürze, wird auch meiner Meinung nach filmhistorisch und von vielen Kritikern nicht angemessen gewürdigt. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle tun. Und zwar rede ich vom Koch in Texas Chainsaw Massacre. Das ist quasi der Vater. Der hat ja in dem Sinne keinen Namen. Aber das ist der Vater, der Tankstellenwart. Mhm. Genau, er ist es. Jim Sido heißt der Schauspieler. Hat, glaube ich, nur 5 oder 6 Filme in seinem ganzen Leben gemacht. Ist aber für mich in dieser Rolle, auch wenn er gar nicht so wahnsinnig viele Szenen hat, eigentlich der größte Star. Leatherface ist sicherlich der ikonischste, der Filmgeschichte geschrieben hat. Aber dieser Vater, der so zwischen, ich bin irgendwie durchgeknallt, ich bin so ein kleiner Sadist, mache aber auch mal einen Scherz und bin so völlig banal in meinem Alltag, wie er da mit dem Stock foltert, da irgendwie schlägt er bei der Autofahrt so grinsend mit seinen schiefen und krummen Zähnen dann irgendwie mal das weibliche Opfer durch, lacht am Tisch und versucht auch die Ordnung einzuhalten. Also die ganze Familie ist voller Psychopathen, das wissen wir, aber er sticht heraus, weil er irgendwie zwischen Spaß und Wahnsinn und Boshaftigkeit und du weißt überhaupt nichts und es wird auch nicht viel erklärt. Das ist eine großartige Rolle, finde ich, großartig gespielt. Ich habe mal irgendwo gehört, dass er gar nicht wusste, wo Tobe Hooper ihn haben wollte, diese Rolle, weil die auch so wahrscheinlich komisch angelegt ist auf dem Papier. Aber er füllt die mit individuellem Leben, wahrscheinlich auch mit Improvisation aus. Ganz, ganz toll. Sticht für mich total raus. Aber ist wahrscheinlich auch nicht für die Herzens reicht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Also ich finde die Wahl sehr cool. Ich finde auch deine Begründung sehr gut. Aber ich kann leider nicht umhin, wenn ich an Texas Chainsaw Massacre denke, natürlich erstmal Leatherface und dann als zweites aber dann auch direkt den Bruder, der sich am Anfang in den Van irgendwie die Hand aufschneidet. Und so. Ja, an dem muss ich halt leider so ein bisschen auch zuerst denken, wenn ich Leatherface abhake. Und ich möchte damit nicht sagen, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der Bruder der interessantere Charakter ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Schauspieler des Bruders besser ist als der Schauspieler von ihm. Aber ich finde den, also gerade weil er so ein bisschen so den Weg geebnet hat zu allem, was noch kommt, fand ich seinen Auftritt immer
sehr stark, dass die anderen Nebenfiguren neben Leatherface für mich nicht ganz diese Intensität erreichen. Und auch der Vater, also jetzt, wo du sagst, das war wirklich schon eine sehr schöne Rolle. Und gerade diese Ambivalenz, dass du echt nicht weißt, okay, ist das jetzt ein Pausenclown oder ist das ein genauso gefährlicher Irrer wie alle anderen? Und wie weit ist er irgendwo in der Mitte? Also ist schon sehr schön, aber vollstes Verständnis. Ich muss auch sagen, also wenn ich an TCM denke, dann erst Leatherface, dann der Bruder, weil ich halt gerade diese Szene, diese Irre im Auto. Ich glaube, im zweiten Teil geht er nochmal mit also im zweiten Teil geht es, glaube ich, darum, dass er sich mit so einem Kleiderbügel irgendwie das Gesicht so halb abreißt. Ja. Man dran nascht, ne? Und, ja, genau, so nascht. Ja. Und dann muss ich sagen, eine der schrecklichsten Figuren daneben in Texas Chainsaw Massacre fand ich eigentlich hier den Opa, der Opa. An der Esstischtafel am Kopf sitzt. Wie er an den Finger saugen muss. Ja. Aber das genau deswegen, vielleicht solltet ihr nochmal gucken, achtet vielleicht nochmal drauf, also ich kann komplett verstehen, was ihr meint, aber für mich ist der wirklich, der wurde immer unter Wert verkauft, weil er hat die kleinen Szenen, die aber absurd sind, so wie er hat gerade das Opfer ins Auto geschleppt und dann merkt er, das Licht in der Tankstelle ist noch an und er geht einfach nochmal zurück und schaltet das Licht aus. Also er ist so die humoristischste Figur auf jeden Fall und das, finde ich, macht ihn so super spannend. Aber und es funktioniert, also im Kontext wie Texas Chainsaw Massacre jemanden zu etablieren, der zumindest ab und zu mal für einen Schmunzler sorgt, oh geil, danke. Also das ist natürlich wie auch ein hohes Pokerspiel und das hat aber funktioniert, von daher. Das ist auf jeden Fall und ist ja auch für die Leute interessant, sich mal irgendwie nochmal mit solchen Figuren näher auseinanderzusetzen. Ganz klar. Gut, aber wir sind uns einig, ich glaube, der landet da wirklich unter. Oder willst du lieber auf die persönliche Lieblingsliste? Würde ich machen. Komm, aber jetzt mach weiter, Alter. Ja, komm schon. Weil wir ihn schon erwähnt haben, würde ich ihn jetzt auf jeden Fall trotzdem einmal nennen wollen. Denn das gibt eine Kiste Bier, wenn das Handy brummt während der Aufnahme, war schon immer so. Ja. Die Regeln waren mir nicht bekannt. Ja, nun. Ich wusste auch nicht, dass man in diesem Bundesstaat. Machst du noch nicht so lange Fernsehen, ne? Entschuldigung, ja. Eine Kiste Handys, wenn das Bier brummt. Mein erster Vorschlag, den ich jetzt machen würde, er wurde jetzt eben hier auch schon genannt, aber ich muss ihn nennen, weil ich finde ihn einfach. Er hat mich fertig gemacht im Film und er hat auch wirklich ein paar miese Szenen. Es ist halt Amon Göth. Ich finde es einfach, diese Szene, wo er morgens aufsteht. Und erstmal auf den Balkon geht. Auf den Balkon geht, ein paar Leute abknallt und dann sich da hinstellt und einfach mal eine Runde pisst. Das finde ich halt. Seife, also, nicht Lauge? Ja, das finde ich halt einfach. dieser Mechanismus irgendwie, dieses Morgenritual noch hinten angeschoben, bevor ich irgendwie Menschen töte. Das ist halt einfach. Von wie sich seine nackte Freundin im Bett einfach so genervt umdreht. Oh, ja. Jetzt steht er da wieder und schießt Menschen. Ist halt einfach noch eine Stunde pennen. Asozial. Und dann gleichzeitig aber auch diese. Was ich bei Amon Göth immer auch so geil fand, dieses Erbärmliche, wenn er sich versucht, an Schindler anzubiedern, beziehungsweise sich von Schindler irgendwie zum fast ja schon ehrbaren Menschen diktieren lässt, so, und dann versucht, diesem Bild zu entsprechen, was ihm Schindler da irgendwie so ein bisschen andichten möchte. Das fand ich halt echt immer so. Oh, da merkt man halt, was das einfach für eine niedere, kleinere Kreatur ist. Weißt du, der halt einfach viel zu viel Macht in seinen Fingern hat und die auch ausspielt, wann immer er will, weil es ihm vollkommen scheißegal ist, weil er überhaupt keine Empathie hat, aber gleichzeitig irgendwie glaubt, dann irgendwie einem Image entsprechen zu wollen oder zu müssen oder zu glauben. Und das ist, ich weiß nicht, und auch Ralph Fiennes, er macht es halt wirklich einfach richtig, richtig gut. Ja, es ist, ich weiß, wir haben jetzt schon einen Nazi in der Liste, wir haben auch schon zwei Deutsche in der Liste, so gesehen. Wir machen kein gutes Argument für uns hier, oder? Wir können unserem Erbe einfach nicht drin. Das ist halt schwierig. Also, ich hab hier noch eine Elferliste, das ist auch die alte Variante hier, steht da tatsächlich noch drauf. Es ist natürlich schwierig zu sagen, er kommt drauf, obwohl ich ihn, wenn es um meine Stimme geht, ihn runtergeschmissen habe. Es ist halt ein bisschen. Und es ist brillant, es ist super. Am Ende des Tages. Ich verstehe es halt auch, dass es nicht der unterhaltsamste Bösewicht ist. Nein, darum geht es aber auch gar nicht. Nee, genau, darum geht es auch nicht. Und ich finde, also bei so einer Auswahl geht es auch nicht darum, ob man irgendwo noch so einen Funken Sympathie für einen Bösewicht entdeckt, weil irgendwie auch das pure, reine, ungefilterte Böse kann ja so faszinierend sein, dass so ein Charakter sofort auf eine Liste käme. Also wir müssen ihn ja nicht irgendwie noch mögen. Ja, ich. Also ich verstehe alles, was du sagst. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut im Film. Allerdings fügt er sich für mich in dieses Gesamtkonstrukt Schindlers Liste so gut ein, dass er nicht heraussticht. Also er ist ein Teil des Schreckens, meinst du? Ja, genau, er ist ein Teil des Schreckens und er ist wie das prominenteste Gesicht davon. Ich sehe auch diese, also alles, was du gesagt hast, die Erbärmlichkeit und er versucht irgendwie diese Fassade zu wahren. Deswegen ist er ist schon spannend zu beobachten, aber für mich überstrahlt er nicht andere wichtige Aspekte des Films, sondern er fügt sich halt richtig schön ein in dieses Gesamtkonstrukt mit vielleicht so kleinen Spitzen nach oben. Also ich meine, wenn man ihn sieht, dann sieht man ihn ja gerne, also was seine Schauspielleistung und so angeht. Also da würde ich, glaube ich, von Abstand nehmen. Und auch wirklich, wenn wir
Ich sag's dir ja nochmal, wenn wir 20 Plätze frei hätten, auf jeden Fall. Aber wir haben schon, also ein Fünftel ist schon belegt. Und daher muss ich mich jetzt leider gegen ihn entscheiden. Ja, ihr habt euch zwar dagegen ausgesprochen, aber für mich als Bösewicht, so wie ich die Liste dann auch gemacht habe, ich brauche schon ein bisschen den Spaß dann dran. Ne? Und ich würde den Charakter nicht unbedingt als Spaß bringen, da mit reintun. Und ich würde in dem Fall Nein sagen. Du auch? Ich würde, damit er auf die Runners-Up-Liste kommt, nee, ich würde auch Nein sagen. Okay. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Also, ich bin voll dabei, aber Wolfs Argumentation fand ich für mich auch relativ schlüssig in diesem gesamten Pool, der nur aus Bösartigkeit und Schlechtigkeit besteht. Also, die Grundthematik ist eher perfekt besetzt und macht es wunderbar. Aber, ja. Okay. Es sind nur 10 Plätze. Genau, das ist halt immer das Problem. Ja. Es sind einfach nur 10 Plätze. Jetzt kommt einer meiner persönlichen Lieblinge auf dieser Liste. Er heißt Mad Dog. Hat wahrscheinlich jetzt keiner wirklich auf dem Schirm. McCree? Nein. Wird gespielt von Philip Kwok in dem Film Hardboiled. Das ist. Och Gott. Das ist derjenige, mit dem sich Chow Yun-Fat oder Tony Leung halt diese geilen Pistolen holt. Also er ist so der Henchman von dem eigentlichen bösen Oberschurken von Anthony Wong, also von dem Schauspieler Anthony Wong, der spielt hier, der ist auch, glaube ich, Terry oder Johnny Wong im Film. Und Anthony Wong ist schon geil, der spielt der spielt aber halt auch so diesen klassischen Over-the-Top-Bösewicht, der auf keinerlei Rücksicht nimmt. Und bei Philip Kwok, also bei Mad Dog, da fand ich das halt so geil, der hat halt diese Skills, er ist halt wirklich einfach der Krieger und der Vollstrecker so gesehen, aber er hat sich irgendwo keine Ahnung, es gibt diese großartige Szene, ich glaube, es ist mit Tony Leung im Krankenhaus am Ende bei einem großen Showdown. Sie ballern sich durch die Gegend, schmeißen sich durch die Scheiben, rollen über irgendwelche Operationstische und was weiß ich so. Und hier schön die beidhändige Ballerei. Und plötzlich rollen sie quasi auf jeweils eine andere Seite von so einem Haufen Patienten. Ja, und stehen sich halt in so einem Mexican Standoff gegenüber und zwischen ihnen ist halt so wirklich so ein ganzer Pulk an Dings. Und Tony Leung, weil er halt der Polizist ist, nimmt halt die Waffe runter. Aber Mad Dog macht es halt danach auch. Ja, also er nimmt halt die Waffe runter und deutet den Patienten halt an zu verschwinden. Und dann erst geht's weiter. Und ich finde, das ist so ein cooler, irgendwie schweigsamer Outlaw irgendwo im Hintergrund, der nie irgendwie richtig nach vorne gedrängt wird, der sich auch nicht irgendwie extrovertiert irgendwelchen Bösartigkeiten hingibt, aber den man halt wirklich abnimmt, dass wenn du einmal seinen Pfad kreuzt, dass es halt auf jeden Fall schwierig und schlecht für dich ausgehen wird. Und das fand ich halt eigentlich, das ist so eine schöne Mischung halt. Es ist halt auch eher fast ein Anti-Held. Also das ist jetzt so meine Streitposition, ob der wirklich so der reine Bösewicht ist. Aber er macht halt, er vollführt seinen Auftrag bis zum Ende hinaus. Er will halt den Typ, oder er will halt, wie ihm befohlen wurde, diese Leute umbringen. Aber er will halt keinen Unschuldigen mit da reinziehen. Und ich weiß, ich stehe damit vollkommen allein da. Ihr könnt wahrscheinlich auch mit dem jetzt gar nichts anfangen. Aber den wollte ich halt einfach mal mit auf meine Liste nehmen, weil ich halt damals als Kind ziemlich geil fand. Ich habe ihn eben nicht mehr wirklich so richtig präsent im Kopf. Weil es auch schon Ewigkeiten her. Das geht mir leider jetzt auch ähnlich, ja. Ja. Hieß der langhaarige Prügelknecht hier The Raid? Hieß der nicht auch Mad Dog? Ja, der hieß auch Mad Dog, ja. Lustig, vielleicht ist mir vorhin nicht aufgefallen, aber ja, vielleicht eine kleine Reminiszenz. Vielleicht. Und ich meine, und der macht auch, was er zu tun hat. Genau. Und er. Aber der hat halt nicht solche Szenen. Also Mad Dog, finde ich, hat nicht so, also aus The Raid, hat nicht unbedingt die gleichen Szenen wie Mad Dog in. Ja, der sitzt da in seiner scheiß Kammer und wartet darauf, dass irgendjemand reinkommt, den er verprügeln kann. Und das macht er dann, bei Gott, ey. Ja. Aber ja, allein hier Mad Dog oder Philip Kwok, der hat halt wirklich richtig viele Ballereien in dem Film. Und ich fand, wie gesagt, ich stehe drauf. Es tut mir leid. Ja. Also, ja, weil er bei mir nicht so einen starken Eindruck hinterlassen hat, muss ich ihm leider den Platz auf dieser Liste verwehren. War mir auch vollkommen klar. Ich würde mich dem anschließen. Es ist aus Unwissenheit oder Unerinnerungswissenheit ein Veto einzulegen. Aber ja. Dann schafft es nicht mal auf die Lovebones-Liste. Da wollte ich ja nicht mal meinen Cook. Na egal. Du wolltest halt ja auch nicht, ne? Deine Listen, ey. Ja, gut. Gregor, dann bist du dran. Lass uns mal weitermachen mit einem. Ich habe auch vorher noch mal geguckt, natürlich, was so die allgemeinen Listen im Internet sind. Da habe ich ihn irgendwie weniger drauf gefunden, was mich verwundert hat, weil ich dachte, dass er doch recht viel im Gedächtnis geblieben. Ich muss auch gucken, wie genau er heißt, weil den Namen ich vergessen hatte, nämlich Norman Stansfield aus Leon der Profi. Oh, Gary Oldman. Da haben wir geiles auch. Bild. Ja, ihr wisst, wie die Szene entstanden ist, die ihn so berühmt hat, also dieses Meme so berühmt gemacht hat. Everyone. Wieder. Er war eigentlich ein bisschen genervt von Luc Besson. Mhm. Und Luc Besson hat irgendwie mehrfach verlangt, irgendwie, dass er das machen soll. Und hat sich irgendwann gedacht, weißt du was, leck mich am Arsch, Alter, ich drehe jetzt einfach mal auf. Und hat halt dieses, einfach nur dieses
Anyone geschrien. Und das fand Luc Besson so geil, dass er gesagt hat, alles klar, gekauft. Ja. Ja, also es war stand so nie im Drehbuch. Ja, er sollte es nie so sagen. Ja. Ja. Ja, so ein Drehtag ist aber lang, ne? Irgendwann willst du auch mal Feierabend machen. Ja. Ja. Weil Gary Oldman ist ja sehr vielschichtig, hat schon auch viele Bösewichte porträtiert. Hier ist er eben sehr over the top, als komplett zugeguckster Polizist war es, ne? Da der, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob er Koks genommen hat. Er hat ja immer diese komischen Tabletten geschluckt. Oder zumindest war auf Höhenfliegern drauf. Ja, ne? Ja. Und hat dann dem... Gut, Leon ist nicht unbedingt der Bösewicht, aber du weißt ja, Seiten des Gesetzes umgedreht und so weiter. Und ich fand es gerade als der Konterpunkt zu dem sehr ruhigen Leon, oder der immer so, ja, mach mal so. Somit hat er eigentlich ganz... So würdest du Leon gerade sehen? Ja, mach mal. Das ist so eine Facette, die habe ich gleich nicht gesehen. Der Kontext eben, den du da hast. Ne? Also der eher der Schweigsame, der Ruhige, der nicht weiß, wie er mit der Situation zurechtkommt, mit dem Kind, was er an der Backe hat. Und dann eben dieses Feuerwerk, was ihm dann nachstellt, ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und wie gesagt, ich hätte gedacht, dass er so ein bisschen mehr... Heutzutage ist wahrscheinlich die Meme hauptsächlich über, ne, dass alle das Everyone zitieren. Aber für mich gehört er mit drauf. Also ich mach's kurz. Mir ist er nicht präsent genug mehr von der Erinnerung. Ich habe es auch schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber da er mir auch nicht präsent genug ist, war das vielleicht auch ein Grund. Deswegen würde ich sagen, auch für mich. Aber es ist auch ein mieser Wichser, ne? Also ich meine, bringt Kinder kalkuliert um auf so jeden Fall. Und ist eigentlich schon. Ich bin versucht. Bist du versucht? Ja. Komm auf die Seite des Lichts, ich meine des Dunkels, und wähle also, richtig. Mein Problem ist gerade so ein bisschen wie bei Colin. Also klar, diese Everyone-Szene mit dem Kind, so alles hart. Aber wenn ich mal so an die letzten 30, 20 Minuten denke, fällt mir spontan jetzt nicht so noch eine geile Szene mit ihm ein, die es bestimmt gab. Aber bei mir hat es sich jetzt nicht so verselbstständigt. Sein Vivaldi-Monolog, glaube ich, ist es. Oder Beethoven, ich weiß nicht. Ja. Es gibt auf jeden Fall irgendeine... Eine Szene, wo er über einen berühmten Komponisten, also es gibt die Szene, wo er über den einen berühmten Komponisten irgendwie philosophiert und irgendwas erzählt und so weiter, wo ich auch weiß, dass die komplett irgendwie improvisiert war, weil er halt vorher irgendwie kurzzeitig vorher genau diesen Komponisten, über den er da redet, gespielt hat und dementsprechend voll viele Informationen noch pen petto hatte und dann einfach mal gelabert hat und so. Also das ist schon eine tolle Leistung von Gary Oldman. Ja, absolut. Also ich denke, viel kommt eben dadurch auch wirklich, weil Gary Oldman so viel und viel Verschiedenes gemacht hat. und Everyone! Eindeutig Verbesserung. Ja, hat schöne Frisur, finde ich auf jeden Fall. Nein, aber weil Oldman so viel gemacht hat und der Film so ein bisschen aus der Popkultur rausgefallen ist. Ne? Der war groß zu einer Zeit, wirklich groß, aber ist eben nicht so nachhaltiges in der Richtung, wie es Die Hard jetzt gewesen ist oder wie es in Glorious Bastards sein wird. Oh, doch. Für mich schon, aber hörst du noch so viele Leute über Leon der Profi quatschen? Leider nicht. Eben, das meine ich ja. Ja, unverdient. Ja, das ist ja eine andere Diskussion. Aber also ich glaube auch andere Filme Leute haben da einen größeren Eindruck hinterlassen. Leon der Profi, zieht euch rein. Zum Beispiel, ja. Welche? Ja, ich habe irgendwie random was erst. Oh, brauchst du mal Alarm. Also, aber die Frage hat sich ja noch nicht geklärt. Also ich würde jetzt. Also Daniel sagt auch ja, ne? Das finde ich schön von ihm. Ich sag ja. Wolf? Zwei Neins. Ich muss leider auch Nein sagen. Okay, dann ist er auf der Runner-Up-Liste. Spannend. Norman Stansfield. Die unklaren... Wie Lisa, nur mit Norman. Ja, die, wo wir uns nicht einig werden können. Genau, ne? Genau. Okay. Wir hatten noch gar keine einstellige Übereinstimmung, oder? Doch, ich glaube, Hans Gruber da... Ach, wenn wir mit, bei Hans Gruber waren uns... Wenn wir mit einem Viertel der Liste durch sind am Ende der Sendung, dann auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Ich bin schon wieder. Oder? Ich habe noch zwei. Den können wir fix machen, da würde ich es auch verstehen, wenn ihr den hier nicht mit drauf nehmt. Das ist ein Bösewicht aus einem Franchise. Ich hätte so die Wahl in meinem Kopf zwischen zwei Bösewichten aus einem Franchise. Der Hamburglar. Nein. Ja, das wäre echt mal geil. Der größte, ja. Warum kommt da das Beauty Reboot von Ronald McDonald und einer lustigen Brand? Der dir mit der Pumpe die Herzen immer verfettet. Ja. Immer direkt rein. Sportfilme in Anführungsstrichen. Ich hätte auch aus dem vierten den Bösewicht nehmen können, aber aus Teil 3, Clubba Lang aus Rocky 3. Ah, ja. Also Mr. T, natürlich, A-Team, kennen ihn alle, aber ich habe vorher das A-Team gesehen und ich habe später erst Rocky 3 gesehen. Ne? Und ich finde einfach so von den Antagonisten her, Ivan Drago ist natürlich schon cool, aber er ist mehr so ein Werkzeug, der da reingeworfen wird, um der Musikvideo-Trainingsmaschine Rocky sich entgegenzustellen. Auch wenn
Ivan natürlich Apollo Creed umgebracht hat. Der hier hat einfach Rocky auf seinem niedrigsten Punkt vorher erwischt und kann nicht aufhören zu schnattern. Ist wirklich eine beeindruckende Präsenz. Und immer, wenn ich an so Rocky-Bösewichte denke und was gerade so Sportantagonisten, Stallone-Antagonisten angeht, dann Clubber Lang ist schon top. Mhm. Gefällt mir. Aber weißt du, was ich das Schlimme finde bei Clubber Lang? Der hat so kaum Background. Clubber Lang kriegt so, der Clubber Lang ist einfach nur. Er ist da, um zu zerstören. Ja, der ist sauer, dass Rocky halt Weltmeister ist. Ja, irgendwie. Mehr hat man irgendwie nicht mitbekommen. Bei Drago fand ich ja eigentlich das Tragische, dass er ja diese hochgezüchtete Maschine ist. Die ja eigentlich, er ist halt echt nur ein Werkzeug. Er ist so ein Rennpferd oder sowas. Ja? I must so ein, break you. Ja, so ein Zuchthengst oder keine Ahnung was. Ja, ja, der ist halt hochgedruckt eben da, die ganze Zeit. Also ja. Ich finde, dass sie ihm, es ist schön, dass Ivan Drago da ein bisschen mehr dahinter steckt, aber das ist natürlich auf die andere Art und Weise noch viel plumper. Ne? Also jetzt. Die Geschichte von Ivan Drago ist jetzt auch nicht Krieg und Frieden. Ja. Also ja. Er wird gezüchtet, um Rocky zu zerstören. Ich wollte es also nie, aber ich muss zuschlagen, weil ich sonst. Ich will es auch gar nicht beschönigen, oder beziehungsweise ich will es auch gar nicht irgendwie höher machen, als es ist. Aber bei Clubber Lang hat mir immer so ein bisschen irgendwie noch was gefehlt. Ja? Weil dafür also ist Clubber Lang auch nicht wirklich lang im Film. Ja, bei Clubber Lang hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass was sein Charakter großteilig ausmacht, vielleicht ist, dass er von Mr. T gespielt wird. Und ich finde es auch sehr schwer, irgendwie die Rolle und die Leistung von der Figur, von der Kunstfigur Mr. T zu trennen. Ja. Von daher. Ja. Ich glaube auch, ich meine, er ist so ein bisschen, ist halt auch im Film halt eine Showfigur. Er ist der Böse von den beiden. Er ist der sportliche Rivale mit Großkotzigkeit. Ja. Und das reicht mir persönlich noch nicht für die Charakterisierung Schurke. Also da fehlt mir auch so ein bisschen das Fleisch dahinter. Da ist halt noch. Nur der Gegenspieler. Ja, genau. Das ist so wie im Wrestling. Der eine ist eher der Herzensmensch, der andere ist der Böse, weil er schwarze Klamotten trägt oder so. Schwarz und Weiß macht auch Spaß. Also ein bisschen zu sehr im Showkosmos Boxen ist er der Negative, aber so für einen absoluten Schurken. Er sagt unter den Schurken aber wirklich der Showman eben. Ja. Ne? Ich meine, er ist mit einer der härtesten Gegner, die Rocky jemals hatte. Finde ich ja gut. Ja, aber er hält auch selbst dann später keine 3 Runden durch. Ja, aber das ist das Beste bei dem Show, ne? Showman ist mehr Show. Ne? Okay, ja, bei 8 Runden hätte ich jetzt gesagt auf die Liste, aber. Ja, genau. Ne? Ja. Also mehr als 3 hätten schon sein sollen. Also ich würde, um es kurz zu machen, von mir aus. Ich sehe die Argumentation so als ja. Liebhaber. Ich habe auch kein Problem mit ihm, aber ich finde auch, für die Liste reicht es nicht. Nee. Okay, pass auf. Pass auf, dann nehme ich mal einen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie der hier ankommt. Ich werde vielleicht ein bisschen argumentieren müssen, aber ich nehme Frank Booth aus Blue Velvet. Oh, der für mich so mit so die Blaupausen-Archetyp. Psycho. Für einen charismatischen, aber völlig wahnsinnig unberechenbaren Psychopath ist. Ja. Also der wahnsinnig schnell schwankt zwischen Ekstase und Saufen und Bier trinken und jemand verkloppen. Und in der nächsten Szene siehst du ihn aber heulen, in dem Nachtclub sitzen, weil jemand Blue Velvet singt und er ist davon so angerührt. Was trinkst du für ein Bier? Ja, genau. Heineken, fuck Heineken, Pabst Blue Ribbon. Ja, genau. Heineken, fuck die Scheiße. Und also, es gibt auch manche Filme, und ich habe sogar einen noch auf der Liste, und da muss ich über das Problem reden. Bei manchen Filmen konzentrieren die sich so dermaßen auf den Bösewicht, dass der Rest des Films ein bisschen drunter leidet. Und hier habe ich auch auf jeden Fall das Potenzial gesehen. Vielleicht liegt es an David Lynchs Inszenierung, dass du generell nicht so ganz genau weißt, in welche Richtung die Story geht. Aber in diese Falle ist er für mich nicht getappt, sondern er verkörpert so für mich die Faszination des gesamten Films Blue Velvet in einer Figur. Und das ist Frank Booth. Und auch hier wieder, ich meine, der Schauspieler war halt einfach geil. Und ja. Er beherrscht verdammt noch mal jede Szene. Und du weißt am Anfang einer Szene nicht, wie sie endet mit ihm. So ein bisschen wie Hans Lander, weil er so wahnsinnig unberechenbar ist. Ich fand den. Ich weiß nicht, wann habe ich Blue Velvet zum ersten Mal gesehen? So 13, 14 oder so. Und ich fand den so unheimlich, diesen ganzen Gesamttypen. Ich hatte echt Respekt vor dem, weil du nicht weißt, ob du heil irgendwie aus dem Treffen mit dem rauskommst. Und deswegen schmeiß ich Frank Booth ins Rennen. Und ist auch so angsterfüllt, also so angsterzeugend irre, ne? Wenn er da hockt, Baby will ficken und dann mit dem. Ja, Nachbars. Genau, das ist nicht so auf so eine. Oh, das ist ja so ein cooler, quirky Bösewicht, wie ich gucke, nee, nee, das ist wirklich so richtig, richtig unangenehm. Ja. Das ist ein unangenehm irre, schlimmer Typ. Ja. Ja. Ja, also fast. Ich hatte ihn auch tatsächlich bei mir in der erweiterten Liste, weil Dennis Hopper auch fantastisch ihn darstellt. Ich würde meine Stimme jetzt nochmal zurückhalten, weil er steht für mich doch zu 80% in der Faszination für etwas, was auch, wo es jemanden gibt, den ich jetzt auf der Liste habe, der das noch stärker repräsentiert. Okay. Da komme ich aber gleich zu. Aber alles, was du sagst, ist für mich vollkommen richtig. Nur ich glaube, wir werden irgendwann, es gibt so ein, das ist so eine gewisse Archetypigkeit von Gangster-Bösewichten,
Die gibt's auch in anderen Filmen und kommen häufiger vor. Hier ist noch ein bisschen dieses David Lynch-Ding drin, so ein bisschen dieses Überdrehte und noch ein bisschen unklarer. Aber ich habe ihn zugunsten eines anderen Schauspielers, der ähnliche Rollen spielt, ohne den Lynch-Wahnsinn, nicht auf die Liste genommen. Deswegen okay. Ich halte mich da jetzt noch mal raus, aber ich bin sonst voll bei dir. Also großartig. Okay. Ich habe den Film auch nur einmal gesehen, als er rausgekommen ist. Deshalb, außer den ikonischen Szenen, an die sich jeder erinnert, habe ich ihn auch nicht als Gesamtkunstwerk präsent. Deshalb würde ich mich da auch noch mal zurückhalten. Aber es ist eine gute Gelegenheit für den Lynch-Podcast, Daniel, da noch mal die Filme alle zu schauen. Blue Velvet ist nicht das Problem. Ja, die anderen auch. Was ist denn das Problem? Das ist ja auch der zugänglichste, muss man ja auch irgendwie mal sagen. Ne? Blue Velvet ist jetzt von David Lynch, finde ich schon. Straight Story? Also den finde ich weitaus zugänglich. Also Straight Story kann sich auch meine Mutter angucken, aber mit Blue Velvet wird schon schwierig. Nicht von den Spitzen, so, was Gewalt oder sowas angeht, aber so grundsätzlich vom Weirdness-Faktor und allem her. Nee, genau. Straight Story. Okay, das ist vielleicht eine andere Diskussion. Ja, das ist was anderes. Schon, ja. Dann lass ihn in der Top 3 der zugänglichen David Lynch. Ja, das kann vielleicht sein. Ja, Leute, also auf die Liste haben wir gerade gesagt. Eindeutig sicher. Ich bin für Frank Booth auf die Liste. Dann ich auch. Hängt es an mir ja gar nicht mehr ab, oder? Ach, doch, ich halte es mir noch offen, weil ich würde einen Konkurrenten vielleicht ins Feld führen, wo wir vielleicht sagen, okay, oh, die sind so ähnlich, dann nehmen wir jetzt den Stärkeren. Ich sage erstmal nein, weil ich das nicht vernünftig beurteilen kann. Okay, dann hängt es gleich an mir. Fuck, ey, dann ist es ja wirklich jetzt hier, oder? Weil es ist 2-2, oder ist es... Es steht jetzt 2-1 und Frage 2. Ich vertage meine Entscheidung. Und dann würde ich mich euch anschließen. Siehst du, und das ging nicht beim anderen vorhin, dass ich vertagen kann. In diesem Fall glaube ich tatsächlich, dass wir uns einig sein werden, dass sie mehr für eine bestimmte Type Bösewicht stehen. Und wir werden uns dann für den Stärkeren entscheiden. Und dem würde ich mich anschließen. Okay, wir vertagen diese Entscheidung. Dann machen wir jetzt erstmal Werbung und melden uns dann gleich mit dem zweiten Tipp von Wolf zurück. Ja. Ja, es ist eine harte Nuss hier beim Kino Plus Spezial der größten oder besten Filmschurken aller Zeiten. Wir kommen nicht so wirklich vorwärts, aber wir müssen jetzt mal auf die Tube drücken. Pass auf, dann. Dein zweiter Vorschlag lautet. Ich kann mir vorstellen, dass der auf keine große Resonanz trifft, weil das irgendwie so eine Safe Bet ist und alle sagen, oh, ja, okay. Aber nach wie vor ist für mich der T-1000 aus Terminator 2 einer der geilsten Filmbösewichte. Das ist auf meiner Liste auch drauf. Sehr gut. Ich finde irgendwie, also der auch hier, der beherrscht die Szene, der frisst die Szene. Und man muss ja auch sagen, dieser Morph-Effekt, der wieder nach bis zum Erbrechen parodiert wurde, ist ja nichts Neues mehr. Aber diese eine Szene, als er sich verflüssigt und durch die Gitterstäbe geht und dem Gefängnisdirektor fällt so die Zigarette aus dem Mund, weil er sowas noch nie in seinem Leben gesehen hat. Genauso habe ich mich damals auch gefühlt. Ich dachte so, ey, Alter, holy shit, ey, das... Boah! Ey, und von daher, diese eiskalte Art von Robert Patrick... danach nie wieder in Verbindung mit dieser Motivation, also da finde ich es so schön, dass es keine Grautöne gibt und keine Erklärung, wo es nicht mehr Erklärung gebraucht hätte, als es ist halt eine fucking Maschine mit einem Programm und einem Ziel. So, ja? Also. Genau, aber das meine ich, also für mich muss jetzt nicht jeder Filmbösewicht irgendwie noch mehr Ebenen haben oder irgendwie noch was anderes, was man im Laufe des Films erst erfährt. Also manchmal ist so ein Bösewicht auch einfach nur so ein Werkzeug und deswegen ist er vielleicht, was das angeht, intellektuell jetzt nicht so spannend irgendwie zu analysieren und so befriedigend. Aber das ist für mich so ein Bösewicht, der hat Wirkung. Der muss effizient sein und der muss Wirkung haben, sowohl bei den Hauptcharakteren im Film, als auch bei den Leuten, die sich den Film angucken. Und das hat er für mich so absolut zu 100% geschafft. Und deswegen sage ich T-1000. Es ist ja auch der Bedrohungsfaktor. Ne? Der Film, ist fucking bedrohlich. Bevor der Film rausgekommen ist, wurde ja sehr viel in den Zeitschriftenpublizierungen gesagt, oh, der T-1000 hat kein festes Gesicht, sondern er kann sich in alles verwandeln. Und da habe ich mich sehr gewundert, als der Film dann gelaufen ist. Da steht Schauspieler T-1000 hier, Robert Patrick. Ja, ich dachte, der hat kein Gesicht. Aber er hat eben das zentriert. Ne? Also du hast eine Handvoll Schauspieler, die du dann auch in der Rolle kurz gesehen hast. Aber das immer wieder diesen Ankerpunkt und ich kann dir bei allem dann dabei pflichten. Ich hätte vielleicht noch die Diskussion in mir gehabt, ob du lieber den T-800 dann nimmst. Das wäre jetzt meine Frage. Weil er ja auch dann, das hat aber letzten Endes, das war auch so eine kurzfristige Entscheidung, habe ich auch gesagt, T-1000. Ich kann mich da auch sehr gut an so ziemlich alle Szenen erinnern und fucking Robert Patrick, ich würde auch loslaufen, wenn er dann am Auto im Rand krallt und alles. Also. Aber definitiv. Jetzt eine kurze Frage. Der T-800, also Arnold Schwarzenegger als Terminator. Aber im ersten nur, ne? Ja, nur im ersten. Ja. Vergleichbar, besser, schlechter? Ach, schwierig. Also Kandidat für die Liste? Obwohl es beides Maschinen sind, doch sehr anders. Ne?
Weil ich meine, ich muss sagen, als ich den Terminator zum ersten Mal gesehen habe, ich hatte fucking Schiss vor Arnold. Also das war schon, wie der da durch das Polizeirevier da marschiert und so. Ja, also das war schon ziemlich geil. Und dann halt auch am Ende halt mit dem Skelett, was du halt, wo du halt feststellst, okay, selbst wenn der jetzt seine Hülle verloren hat, lässt das Ding sich nicht aufhalten. Und ich finde, sowohl Arnold als auch Robert Patrick geben der ja trotzdem noch irgendwie eine Präsenz dazu. Mhm. Weißt du, du hättest ja auch gleich das Skelett irgendwie dahin schicken können und dann macht er halt Jagd. Aber ich finde halt, durch diese beiden Schauspieler gewinnt die Bedrohung des Terminators, sage ich jetzt einfach mal, noch zusätzlich. Jetzt wäre meine Frage, die ich mal in den Raum einfach schmeißen würde, könnte man nicht einfach sagen, nur der Terminator und inkludiert damit beide? Oh, nee, weil dann bist du schon bei Terminator 3 und irgendwann bei Terminator Genesis ja, und da stimmt das halt überhaupt gar nicht mehr. Ja, also du müsstest schon unterscheiden, ganz klar T-800 oder T-1000. An den Modellen und damit auch an den Schauspielern. Vielleicht sogar machen, und beide auf die Liste. Nee. Wie, ne? Nee, komm, aus Prinzip kann in Top 10 der schon kann ich zweimal Terminator sein. Also das finde ich. Da kommt als nächstes kommt Sauron und Darth Vader und das finde ich auch ein bisschen. Die ja auch alle nur eine Figur sind. Also ich meine, das Schöne, das Schöne an Robert Patrick in Teil 2 ist, dass er in seiner Interpretation des Terminators, dass er auch noch so eine gewisse Energetik und Kinetik auch in die Rolle gebracht hat. Also Arnold als der erste Terminator, der war halt sehr stoisch, sehr ruhig, sehr langsam, sehr methodisch. Und genauso ist Robert Patrick auch. Aber, ich meine, der kann halt auch fucking rennen und ist wirklich schnell und agil. Mhm. Und ich finde, also, das beim ersten Mal diese Szene, als er dem Auto nachrennt und dabei irgendwie immer schneller wird, ich fand das so, das ging mir irgendwie echt so ein bisschen durch Mark und Bein, weil man sowas vom Terminator noch nicht gesehen hat. So, also, du kannst nicht einfach davonfahren und, ja, der braucht schon so 3 Stunden, irgendwann ist er da, sondern der rennt hier halt so lange, wie er kann, hinterher. Das war richtig unheimlich, wie so ein Albtraum. Fühlt sich auch an, so von wie daher, also ich finde den. Pass auf, meine ich Stimme. Weiß, ich finde den beeindruckender als Arnold. Ich würde den T-1000 auch auf die Liste setzen. Ich auch. Okay. Also yes, sogar, endlich habe ich mal einen. Cool. Einstimmig. Habe ich nicht als erstes dran gedacht, aber völlig schlüssig, was ihr sagt und auch in meiner Erinnerung. Wir hätten so viel Zeit sparen können, wenn ihr alle gesagt hättet, jo, auf die Liste. Aber es ist deine Party, Baby. Ja. So, jetzt hattest du zwei. Frank, ich hatte zwei. Ich und T-1000. Dann ist your turn. Ja. Jetzt wir erinnern uns nochmal Frank Booth. Ich fange jetzt an, um die Erinnerungen einigermaßen frisch zu halten. Es ist ein und derselbe Schauspieler in 2 Filmen, wo er aber für mich mehr oder weniger dieselbe Rolle spielt oder dieselbe Faszination ausübt. Das liegt einerseits daran, dass er derselbe Schauspieler ist, andererseits an dem Genre und andererseits auch an dem Regisseur, der genau weiß, wie er ihn am besten einzusetzen hat. Die Rede ist vom Regisseur Martin Scorsese, von Goodfellas und von Casino und im Speziellen von Joe Pesci, der zweimal ja immer den Sub-Boss spielt. Und diese Rolle finde ich insofern erstmal sehr ähnlich, weil sie auch im typische Gangster-Milieu-Rolle irgendwie angesiedelt ist, in so einer Crew, in so einer Gang mit mehreren Leuten. Und Joe Pesci halt perfekt der Typ ist in beiden Rollen. Auf den ersten Blick ist er so ein kleiner Dude, körperlich schwach, der aber mit einer Jack-in-the-Box-Überraschungsmentalität umschaltet zu einer Brutalität, Skrupellosigkeit, Boshaftigkeit, die für diese Rolle unglaublich spannend ist, weil die so auf ihn geschrieben ist, die und damit auch sehr ähnlich ist dann wiederum wie Dennis Hopper, also diese Gangster-Psychopathen, die alle einschüchtern durch ihre Aktion, nicht durch die Präsenz. Dennis Hopper sieht ja auch nicht aus wie der Terminator, sondern einfach dadurch, dass die immer weitergehen. Du denkst, da prügeln sich zwei und nein, er rammt dir dann einfach aus heiligem Himmel, rammt er jemanden den Kugelschreiber. Der ist halt eine tickende Bombe. Wundert sich, genau, eine tickende Bombe, das ist wunderbar. Und dafür steht er für mich für so prototypisch für so Mafia-Gang-Figuren, die wir in Sopranos dann natürlich gibt's von Ralph Cifaretto oder wie sie alle heißen. Da gibt's so viele, die das alle stimmt. irgendwie Bezug nehmen auf diese Joe Pesci-Figur oder Pesci, glaube ich, wird er ausgesprochen. Pesci, glaube ich. Pesci. Es gibt unglaublich viele Filme, Gangsterfilme, auch von den Regisseuren, auch von anderen, wo eine vergleichbare Rolle drin vorkommt. Einfach diese bösen Gangstertypen, die gnadenlos sind, die irgendwie Wichser sind, die ihre absoluten Spitzen haben. Für mich ist aber da prototypisch eben Joe Pesci. Und das ist so, da muss ich auch bei Dennis Hopper dran denken. Und bei Dennis Hopper kommt dann eben noch dieser Blue Velvet mit dem Atemgerät und was der Regisseur noch so mit reinbringt. Aber im Kern sind es für mich ähnliche Figuren. Ja. Und deswegen habe ich eben gedacht, boah, für mich ist es eine gewisse Vergleichbarkeit, das ist vielleicht nicht T-1000 und T-800, aber es geht in so eine vergleichbare Richtung. Wenn ihr das völlig anders seht, ist auch cool. Ja, nee, nicht völlig anders. Also ich meine, dass sowohl eine Figur wie Frank Booth als auch hier unser Freund Joe Pesci, dass sie... Tommy, genau. Tommy DeVito oder Nick Santorini oder Sorinando, was weiß ich, im Casino. Nicky, auf jeden Fall. Ja. Nicky, ja. Also ich meine, dass die alle emotional hochgradig instabil sind. Also ich glaube, da sind wir uns
echt alle einig. Aber was ich bei Frank Booth spannender finde, ist, dass ich das Gefühl habe, da kannst du psychologisch noch mehr abstrahieren, woran das liegen könnte, dass er so geworden ist, wie er geworden ist. Also allein diese, wie ich finde, sehr unangenehme sexuelle Komponente in Blue Velvet, die ja Goodfellas mehr oder minder abgeht. Also ich finde, die macht für mich Frank Booth noch ein bisschen unheimlicher und im zweiten Nachgang vielleicht auch noch ein bisschen spannender, weil ich da, also diese Thematik des Muttersöhnchens, was irgendwie so einen sexuellen Fetisch hat und er nimmt auch noch die Drogen, um das irgendwie richtig auszuleben. Er unterdrückt sie nicht, sondern er macht das ganz klar zum Teil seiner Persönlichkeit. Also da ist für mich noch ein bisschen mehr Fleisch zu holen als, ich meine, die Figur ist absolut großartig, der Schauspieler ist geil und ich meine, diese berühmte Szene so, ey, bin ich ein lustiger Typ oder warum lachst du über mich? Tanz, Beide, Tanz! Gehört völlig zurecht in die Filmgeschichte. Aber nee, ich bleib tatsächlich bei Frank Booth. Bei ihm, wenn ich irgendwie in der fiktiven Realität von Goodfellas wäre, würde ich mich fernhalten von ihm, aber ich würde probieren, immer noch so in Hörweite zu bleiben, weil ich schon wissen will, was er als nächstes sagt und tut. Aber bei so einem Typen wie Frank Booth, echt? Ja, da würde ich 3 Kilometer Abstand lassen, ohne Scheiß. Ja. Also ich bin sehr froh, dass sie nur im Film existiert. Ja, da würde ich mich so weit wie möglich von dieser wahnsinnigen Figur fernhalten. Er ist halt geerdeter, ne? Er ist einfach ein Straßengangster, der wahrscheinlich seinen Weg gefunden hat in der Hierarchie und genau weiß, wie er es machen muss. Ja, und Frank Booth ist natürlich, wenn man so möchte, vielleicht im Film komplexere Rolle, aber damit auch natürlich ein bisschen mehr im Land der Unwahrscheinlichkeit noch angesiedelt, im Land also der Fiktion. Also wir sind in David Lynch-Land, ja. Das sind keine echten Menschen, die echte Dinge tun. Ja. Und das macht natürlich dann teilweise auch spannender, weil es dann ein bisschen flexibler ist, ihm da auch mal solche Breakdown-Momente zu geben, wie das Lauschen zu Blue Velvet und so. Da ist natürlich weniger Raum in so einem Biopic über 30 Jahre, wo er einfach eine Funktion in diesem Gangster-Geschichte hat. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Ich weiß es nicht. Oder wir können es auch abkürzen. Seid ihr der Meinung, das ist unabhängig von Blue Velvet ein Charakter, ein Kandidat für so eine Liste? Also sicherlich, du hast ja 2 Filme genannt mit Goodfellas und Casino. Das Ding ist, in meinem Kopf verschwimmen jetzt die Performances. Ne? Die sind halt auch so ähnlich. Ja. Es ist immer dieselbe Rolle, die er da spielt. In meiner Erinnerung. Natürlich mit Nuancen. Also er weiß, wie er es machen muss. Ja. Und natürlich ist es so, wir wollen ja die Rolle rausstellen und nicht den Schauspieler, der die Rolle macht. Ne? Ich könnte jetzt nicht trennen, welcher Part war wie, wo, da. Natürlich, Goodfellas kann ich mich am ehesten erinnern. Casino habe ich jetzt nicht so häufig geschaut. Die Szene mit dem Stift. Mhm. Ja. Und wie lang? Der war auch nicht für Ewigkeiten im Film doch dabei, oder? Ohne spoilern zu wollen, aber der stirbt hochgradig auch. Richtig. Wo das kippt, wie er stirbt. Das ist richtig schäbig. Aber noch schäbiger ist eigentlich bei Casino, ne? Bei Casino, meine ich gerade. Da finde ich es echt so, dass man denkt, oh bitte, schneid weg. Es kippt gerade alles und alles, was ich aufgebaut hatte, mein moralischer Kompass, weil diese Szene so schäbig ist, kippt gerade komplett. Also und ich meine, er hat ja eine dritte sehr große Rolle, die so ein bisschen in die Richtung geht. Kevin hier. Allein zu Hause. Ja, was Harry oder Marv von den feuchten Banditen? Also, da sehe ich so einen kleinen Tommy. Weißt du, Little Weapon oder so? Leo Getz? Ja. Ich sehe es so, in der Liste der besten Gangster aller Zeiten, also wenn wir jetzt die Top 10 aller Gangster irgendwie zusammenstellen würden, da wäre Joe Pesci auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei und definitiv. Bei Bösewichten, ich weiß nicht. Weil das Ding ist, wenn ich so ein Typ wäre wie Robert De Niro, hätte ich noch Bock, mit Joe Pesci abzuhängen, weil mir macht er nichts. Weißt du? Also, hoffst du? Also ja, wie Jimmy halt im Film. So, also deswegen, so wirklich Angst habe ich vor Joe Pesci auch nie gehabt. Okay, ich finde es genau, da wo du denkst, bitte lass mich nie mit dir Aufzug fahren. Ich guck einmal in die... Ja, so, aber wenn ich dann... Das also, ist das Faszinierende. Aber genau das meinte ich. Also bei ihm schaffen es manche Charaktere, auf seine gute Seite zu kommen, dass sie sich relativ, immer ein kleiner Restzweifel, aber relativ sicher sein können, dass er ihn nicht irgendwann von hinten auf einmal eine Kugel in den Kopf schießt. Weil ihm gerade danach ist oder jemand hat ihn geärgert. Also ich glaube, so wie du meinst, Robert De Niro, glaube ich, der weiß ihn zu handeln und deswegen ist er relativ safe. Aber auch nur bei einem Typen wie Frank Booth, da gibt es keinen einzigen Charakter, der sich sicher sein kann, dass er den Abend vielleicht nicht überlebt, weil er einfach nur einmal was Falsches gesagt hat. Und wenn die sich seit 20 Jahren kennen, aber Frank Booth, der ist tiefgradig irre, der ist völlig wahnsinnig. Aber ich meine, ey, gut, hatten wir schon. Also für mich ich bleibe bei Frank Booth, sagen wir es so. Ich glaube, Frank Booth würde ich nie begegnen. Aber bei solchen Typen gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Joe Pesci in der Bahn begegnest. Und das finde ich gerade daran so unglaublich so unkomfortabel. Aber das ist, weil genau so ein Typ sitzt da, der dann plötzlich, was guckst du mich an? Ich hab dich nicht angeguckt, lüge ich? Das kennen wir ja alle. Das ist halt einfach, der geht mit dieser Ghetto-Chuzpe daran. Er will Ärger und den kriegt er auch. Egal wie bagatellig die Situation ist. Die und solche Leute laufen draußen auf der Straße. Ja, wie früher Ritchie. Aber Frank Booth ist unwahrscheinlich. Lass mich, guck ich oder was? Ich glaube, hier herrscht auch demokratische Einigkeit, dass der nicht auf die Liste kommt, oder? Oder Gregor, was sagst du?
Gregor sagt auch nein. Frank Booth. Ich sage auch nein. Okay. Sehr gut. Okay. Damit geht dann meine Stimme automatisch aber zu Frank Booth. Dann ist Frank Booth auf der Liste. Wunderbar. Cool. Dann freue ich mich. Dann hau ich jetzt aber noch kannst du wirklich sehr, ohne Scheiße, ich finde das gerade sehr, sehr gut. Das ist ganz fantastisch. Jetzt kommt aber einer, der ehrlich gesagt. Ich bin gespannt. Ja, okay. Man kann darüber debattieren, aber ich glaube, es ist schon einer der ikonischsten Bösewichte, auch einer der, der fantastischsten Figuren, abgesehen davon, dass er in einem meiner Top 5 Lieblingsfilme aller Zeiten vorkommt. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Ich bin gespannt, wie ihr davon, was ihr davon haltet. Ich rede natürlich von Jack Torrance, Jack Nicholson in The Shining. Einer der, ich meine, es sind nicht viele Schauspieler in dem Film. Er ist ganz klar der Bösewicht. Er ist vielleicht mal am Overacting, da kann man jetzt drüber debattieren, aber er füllt diese Rolle des Jack Torrance, des ausrastenden Familienvaters, der zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen ich lache über dich und ich habe unglaubliche Angst vor dir, in diesem Kammerspiel derart gut aus. Also für mich ist das, der ist nicht nur ikonisch, es ist eine fantastische Leistung, es ist eine sehr individuelle Rolle auch, die er da natürlich bekommen hat und perfekt füllt. Also für mich ein ganz, ganz spannender und damit für mich definitiv Top-10-Material der geilsten. Boah, ich finde es sehr schwierig. Ich habe, muss ich leider sagen, bei Shining so ein bisschen das Problem, was Stephen King seit Jahr und Tag hatte, dass so grandios die Verfilmung ist, aber ich kenne halt auch die Vorlage und ich weiß, dass es in der Vorlage tatsächlich um was anderes geht. Also der emotionale Kern von Shining ist anders als den Stanley Kubrick darin gesehen hat. Und wirklich, der hat echt einen geilen Film gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, ich hätte vielleicht bei allem völlig berechtigten Lob für ihn und seine Rolle. Ich hätte es aber spannender gefunden, wenn es tatsächlich vielleicht eher so wie im Buch gewesen wäre, dass der erst nach und nach irgendwie gegen sein Zutun und gegen seinen Willen in diesem Wahnsinn abrutscht. Bei Jack Nicholson habe ich von der ersten Sekunde, sobald er auftritt, das Gefühl, der ist halt schon irre. Also der, es ist halt Jack Nicholson. Wir, ja, genau. Also, da sind wir in diesem Bereich mit diesem ewig wurde schon, der fährt mit seinem Sohn Auto und man denkt schon, kann man aber auch ins Positive drehen, weil du da schon siehst, okay. Ich habe eigentlich keinen Anlass, mich unkomfortabel bei dieser Situation, der Familiensituation zu fühlen. Aber irgendwas ist da schon. Ich bin aber auch, bei mir ist es auch, früher habe ich das gefeiert, als ich das erste Mal gesehen habe. Dachte ich, super, und er kriegt in den Kinos Szenenapplaus, weil er ist der Kultcharakter. Ja, ja. Irgendwann ging es bei mir auch so, wo ich dachte, ab und zu wäre eine Schippe weniger mal mehr. Ändert aber bei mir nichts dran, dass ich tatsächlich, also die grauenhafte Stephen King-Doppelverfilmung im Verhältnis zeigt, Stephen King, er hat es ja nicht selber gedreht, glaube ich, ne? Aber er war deutlich zufriedener, weil es werktreuer war. War einfach für mich der schlechtere Film. Für mich hat Kubrick mit der Adaption tatsächlich alles richtig gemacht. Und ja, ich liebe Shining. Ich finde es großartig, unabhängig von der Vorlage. Es ist ein absolut fantastischer Film, ja. Ich habe die Buchvorlage nicht gelesen, also kann ich in dem Aspekt da nicht die Unterschiede raussehen. Ich habe ihn jetzt aus persönlichen Gründen jetzt hier nicht direkt auf die Liste mit draufgetan, weil natürlich es das Offensichtliche ist, wie manche andere, die wir hier dann da drauf haben. Aber ich kann auch wenig dagegen sagen. Es ist eine wirklich sehr, sehr gute Performance. Es hat sich nicht nur in die Popkultur reingegraben, sondern auch eben super viel Eindruck hinterlassen. Also wenn da die Wahl gehen würde, auch wenn es nicht in meinen Listen mit drin ist, würde ich wahrscheinlich auch für ja stimmen. Darling, Light of my life. Ich muss für Nein stimmen. Ich muss für Nein stimmen, denn bei Shining habe ich jetzt, sage ich mal, glaube ich, dasselbe Gefühl, dasselbe Problem wie Wolf bei Schindlers Liste. Ich finde, Jack Nicholson ist toll in dem Film, großartig, aber ich finde, Jack Nicholson ist auch nur ein Teil des Films. Also für mich besteht dieser Film mehr aus, als nur aus Jack Nicholson, weil für mich ist es halt auch die Kamerafahrten durch die Hotelflure, für mich ist es der kleine Junge, für mich ist es das Blut aus dem Dings, für mich sind es die beiden Mädchen, für mich ist es vor allem Diese hässliche Badewanne. Alte, die aus der Badewanne steigt. Die war ganz schlimm. Stimmt, aber ich meine, Stirb langsam ist auch mehr als Hans Gruber. Also wenn wir jetzt daran anlegen wollen, dreht sich der gesamte Film nur um den Bösewicht oder ist die Rolle des Bösewichts? Aber ich versuche doch nur zu erklären. Ich verstehe es aber nicht. Es ist fast das Gleiche wie bei Wolf mit Schindlers Liste. Also für mich ist Jack Nicholson Teil des Ganzen und das macht er wirklich verdammt gut und richtig geil. Aber ich finde, er sticht nicht so krass heraus, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt so mein Bösewicht, den ich auf die Liste packen muss. Ja gut, aber ich meine, er ist natürlich schon die zentrale Figur in einem sehr überschaubaren Ensemble und das alles andere noch addiert, diesen fantastischen Kuchen, der The Shining heißt. Da bin ich ja voll bei dir. Aber ich habe wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, dass Jack Nicholson verblasst neben irgendeinem Element in seiner Gegenüber, also was der Film noch zu bieten hat. Ja. Also ob er jetzt die wichtigste Schicht auf dem Kuchen ist, kann man darüber diskutieren, aber verglichen mit einem Hans Gruber in Stirb langsam, um nochmal diesen Vergleich zu ziehen, würde ich ja schon sagen, Jack Torrance ist The Shining, The Shining ist Jack Torrance und Hans Gruber ist halt der supergeil und wir waren uns alle einig, Bösewicht in Stirb langsam, aber okay,
ist egal. Also ich glaube, will dich gar nicht überzeugen. Das ist ja okay. Also mein Problem ist, glaube ich, dass ich den Film als Gesamtkunstwerk Shining besser finde als das einzelne Element, in dem Fall Jack Nicholson darin. Aber ich meine, im Prinzip hast du mit allem recht. Also das ist ikonisch, das ist cool. Genau, das sage ich ja auch. Also 2-2 steht's. Ja. Ich glaube, ja. Also okay. Ich. Also, wie wird er nochmal geschrieben? Torrance mit Torrance. So, dann bin ich dran. So, jetzt, was haben wir denn noch nicht? Soll ich jetzt mal hier den Sack? Ich vergebe Ihnen Veto. Der Eisberg. Also, aus Prinzip schon. Aus Prinzip, ja. Lass mich nicht anmerken, ist aber. Komm, ich hau ihn jetzt einfach raus. Ich habe Darth Vader auf der Liste. Fuck drauf. Ja, das ist nun mal halt eins der größten Franchises dieser Welt. Es hat mich begleitet über Jahre hinweg. Es ist eine der Bösewichte, die ich von klein auf mitgenommen habe. Er wird nicht umsonst auf allen Listen irgendwo auch mal genannt. So. Und ey, es ist Darth Vader. Weißt du, aber Darth Vader, Episode 4, 5, 6. Oder, also wenn ich dann noch Episode 1, 2, 3 mit reinzählen würde. Und das was ist dann ja nicht Darth Vader, das ist Anakin Skywalker. Ist es so? Es ist die gleiche Figur. Wir sehen nur dann, was wir zu Darth Vader geworden ist. Und das haut für mich wieder ein klein bisschen weg. Darth Vader pflichte ich dir absolut bei, aber so die dazu gedichtete Vorgeschichte macht aus der Figur und dem Charakter, ich kann es nicht trennen. Sie hat seinem schwarzen Helm schon ein paar Schramm und Kratzer verpasst. Auf jeden Fall. Die Vorgeschichte kannte ich aber nicht zu dem Zeitpunkt, als ich Darth Vader irgendwie kennengelernt habe. Ja, natürlich, wir auch. Ja, und, der hat natürlich Schaden genommen, glaube ich, durch die Vorgeschichte, oder? Finde ich halt auch nicht. Also ich meine, ja, also jetzt wirklich ist ja, ich meine, du hast ja auch einen Rogue One gesehen, der muss auf jeden Fall nochmal auftauchen, weil ohne Darth Vader geht's nicht. Er ist mittlerweile so zentral für dieses gesamte Konstrukt und er war so lange irgendwie einfach nur eine Figur. Also eine faszinierende Figur, aber er war irgendwie echt nur ein Spielstein. Und dann wurde er irgendwie echt zu Space Jesus und kein Star Wars Film ohne ihn und er muss immer auftauchen, das muss irgendwie immer irgendwo um Darth Vader gehen. Na gut, da kann ja jetzt die Figur an sich nichts für. Nee, aber deswegen finde ich es auch ein bisschen schwer, Darth Vader nur so in den alten Star Wars-Filmen zu sehen und alles drumherum auszublenden. Also das wäre schöner für die Figur, finde ich, ist aber jetzt de facto nicht mehr machbar, weil wir ganz viel anderes schon gesehen haben. Ja, das mag alles wohl sein. Ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass er halt nun mal wirklich eine absolut ikonische Figur ist. Absolut. Pass auf, ich mach's kurz, ich sag nein, aber einfach nur, weil ich kein Star Wars-Fan bin und deswegen habe ich auch keine tiefe emotionale Verbindung zu ihm. Aber ich habe absolut gar kein Problem, wenn der auf die Liste kommt, wirklich. Wenn hier dreimal Ja kommt, ist das fein für mich. Ihr seid beide bei Ja, oder? Ich bin nicht bei Ja. Du bist nicht bei Ja? Achso, okay. Nein, wirklich auch nur, weil, also nicht aus Prinzip jetzt. Also ich grundsätzlich einig mich, glaube ich, mit Wolf, dass wir beide jetzt nicht die riesen Star Wars Fans sind. Und ich weiß genau, wenn wir eine Umfrage machen würden, eine repräsentative im Netz, dann würden da definitiv Star Wars wahrscheinlich mindestens Top 3 Material sein. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es für mich, wenn ich... Ich weiß um seine Bedeutung, ja, es ist alles klar, aber für mich ist das hier deutlich persönlicher gefärbt und ich finde da Darth Vader irgendwie auch total abgedroschen, muss ich sagen. Und deswegen würde ich jetzt einfach meinen Daumen nicht dafür hochgeben. Dafür kannst du dein Mikro hochmachen. Ja, da wurde gleich der Sound ausgedreht. Wir dürfen uns nicht verscherzen mit den Star Wars-Fans. Ich kann die Figur Darth Vader nicht mit dem Schicksal von Anakin komplett trennen, aber ich wäre trotzdem bei dir, Daniel, als okay, ikonischer Bösewicht. Aber jetzt mal abgesehen von der Inszenierung oder den Filmen, die, sag ich mal, George Lucas aus dem Schicksal Darth Vaders oder Anakin Skywalker. Ich wollte nur sagen, dass ich ja mit Ja stimme. Ja, ja. Nee, das reicht ihm nicht. Ja, ja. Dann ist er halt immer noch auf unserer Runner-Up-Liste. Ja. Das finde ich gut. Wer hätte das gedacht, dass Darth Vader auf dem Runner ist? Aber jetzt mal. Die sind wieder edgy, die Jungs von Rocket Beans. Wir wissen ja, dass die drei Filme jetzt nun nicht die allergeilsten sind. Warum liebst du Star Wars so sehr? Was? Warum liebst du Star Wars so sehr? Ich liebe es. Es ist großartig. It's the best thing ever. Oh my God. Aber könnt ihr jetzt mal, sag ich mal. Die Fresse halten? Nee, nicht die Fresse halten, sondern könnt ihr das trennen, dass die Geschichte eigentlich relativ tragisch ist, nur wie sie George Lucas inszeniert hat, vielleicht doch dann nicht ganz so geil ist. Also wie du meinst mit der Vorgeschichte in den Episode 1, 2, 3, genau. Oder? Ja, also ist was tragisch heißt, genug in 4, 5, was heißt 6? Tragisch? Also sie war dann tragisch, als wir sie noch nicht kannten. Als wir gehört haben, hier, er war ein großer Jedi-Ritter und wurde verführt von der dunklen Seite der Macht. So, das war alles, was wir brauchten. Das ist tragisch. Aber dann haben wir gesehen, wie das en Detail aussah. Aber das meine ich. Dann wurde es richtig tragisch. Genau. Ja, und dann wurde es tragisch, aber nur noch für den Zuschauer. Deswegen finde ich, also dieses... Ich finde nicht, dass das tragisch war, was wir gesehen haben. Ich fand, das war dämlich, das war dumm. Das meine ich auch. Aber nicht tragisch. Also mir geht es jetzt eigentlich auch nur wirklich um den, sag ich mal, bis zu Episode 1 angedeuteten Mythos, dass man jetzt, ich meine, wir wissen jetzt, wie es gelaufen ist, oder wir wissen, wie George Lucas sich das irgendwie vorgestellt hat. Es ist alles andere als irgendwie
entsprechend unserer Vorstellung oder halt wirklich richtig nochmal in neue tragische Höhen gebracht. Aber nichtsdestotrotz finde ich ja trotzdem, dass die Figur, obwohl sie einigen Schaden dadurch genommen hat, trotzdem auch noch ein bisschen was, also es wurde trotzdem noch was dazu addiert. Sagen wir es mal so. Also es war nicht nur alles schädlich für das Image eines Darth Vaders. Du meinst in den drei ersten Filmen, in der neuen Trilogie oder was? Ja. Aber was? Also was, bei dem du dachtest, ja, okay, das ist eine Information, die habe ich gebraucht. Dass er Kinder getötet hat? Also wirklich, brauchte man das ernsthaft? Darth Vader war einfach ein Bösewicht in so einem Weltraum-Epos. So, alles, jeder versteht's, der 6-Jährige versteht's, der 60-Jährige versteht's. Und dann haben wir aber gesehen, dass er wirklich eine Schule von Kindern umgebracht hat. Ja, er wurde ja halt, also das, ich meine, ich sag ja nicht, braucht's das wirklich? Es braucht's nicht wirklich, aber es hätte ja gut sein können. Ja, gut, aber. Ja, also. Ja, okay, komm. Wär mein Opa eine Frau, hieß er Inge. Ja, also, ich meine, hätte, wäre, wenn so. Ich will nur, ja, ich versuche halt nur so ein bisschen noch, egal. Aber ey, wirklich, ich, ja. Ist es I said my piece. Ja. Es gibt eh wieder böse Kommentare. Okay, machen wir mit dem Franchise weiter, denn wir haben noch gar keinen so, also bis auf den TR-1000 haben wir jetzt wenig Franchise-Geschichten gehabt. Ja. Ja, okay. Es war ein Versuch wert. Ja, ja. Aber da. Keine Franchise, die von einem Bösewicht oder von jetzt kommt's, lebt. Und ich habe überlegt, nehme ich jetzt irgendwie so einen Jason rein, nehme ich einen Freddy rein? Nein, ich habe mich, weil ich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wirklich verjagt habe, ich habe mich für Pinhead entschieden. Ja, ist okay. Ich finde Pinhead, also zumindest in den ersten drei Filmen, finde ich Pinhead schon eine sehr, sehr geile Figur. Und natürlich, sie wurde immer weiter erklärt, es wurde immer mehr irgendwie dazu gedichtet und es ging immer in irgendwelche billigeren B-Filme ab und was weiß ich. Das ist alles schön und gut, aber allein im ersten Hellraiser, ich fand dieses, wir sind Kundschafter des Schmerzes oder irgendwie sowas, das fand ich einfach eine geile Idee. Ich mag diese Vorstellung. No tears, please. Ja, ich mag diese Vorstellung von der Hölle, die in der, oder von dieser Parallelwelt, in der die leben, so, und der es halt wirklich nur um Schmerz und Fleisch und alles so geht. Und ich finde, Pinhead war zumindest in den ersten drei Filmen eine sehr angsteinflößende Figur. Er wurde ja ein bisschen Freddy Krügerisiert später, ne? Mit so diese coolen Sprüche jetzt mal außen vor gelassen, aber allein so die Vorstellung, was ein Pinhead ist, fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Also ich finde leider, ich bin wirklich großer Hellraiser-Fan, ohne Scheiß. Also zumindest von den ersten drei. Super, danach wird es echt schon schwierig. Aber ich finde die Idee und das Konzept von Pinhead finde ich geiler als in der Umsetzung der Filme. Weil, also bei ihm fing der Niedergang wirklich relativ schnell an mit dem zweiten schon. Also ich fand auch den zweiten echt ganz cool, dem Krankenhaus. Aber da haben sie schon angefangen, Backstory hinzuzusetzen, wo es echt keine gebraucht hätte. Und sie haben es leider für mich zu schnell geschafft, diese Figur so zu entmystifizieren, dass ich sie auf einer Design-Ebene finde ich immer noch cool, so die Nägel im Kopf, so Botschafter des Schmerzes, super cool. Also da geht mein kleines Emo-Herz aus der Teenager-Zeit, da meldet sich's wieder. Aber so, also leider schafft er es nicht mehr, den ganz Großen zu bestehen. Leider. Nein. Deswegen, ich muss leider Nein sagen, wirklich. Auch wenn mir das Herz wehtut. Du hast es eigentlich sehr schön gesagt. Also, ich bin auch bei meinen. Aus den von dir genannten Gründen, weil ich glaube tatsächlich, um das auch noch minimal zu ergänzen oder das Gleiche nochmal zu sagen, es ist tatsächlich so, dass das ist eine Figur, die im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie out of this world ist. Ja. Und wenn man solchen Figuren über das ikonische Äußere, was vollkommen reicht und eine gewisse Handlungsbefugnis in Sachen Bösartigkeit, dem noch mehr gibt, dann entmystifiziert das eher und macht den nicht unbedingt stärker. Und also, Hohepriester des Schmerzes hätte mir völlig ausgereicht. Ich musste nicht erfahren, dass er ein Soldat im Ersten Weltkrieg war, der irgendwie. Also da war schon. Ja. Ich verstehe das Bedürfnis und ich weiß auch, dass viele Zuschauer natürlich immer diesen Hang nach Erklärung haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man Hellraiser heute nochmal, wenn das eine HBO-Produktion oder keine Ahnung, irgendein mutiger Filmemacher mit einem Budget würde das nochmal neu interpretieren, der würde da deutlich radikaler wahrscheinlich mit umgehen. Ja. Mutiger, einfach diese Figur in Szene zu setzen. Müsste das wäre, glaube ich, noch. Ja, ich liebe den ersten Hellraiser, aber ich denke, vergleichbarere Bösewichtrollen haben mehr Strahlkraft als Pinhead, deshalb würde ich hier Nein sagen. Ich würde andere auf der Liste sehen. Okay, dann Gregor, dann gehen wir erstmal in die Werbung. Dann Gregor, gehst du mal. Dann Gregor, bitte raus, das war's, danke. Dann gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich mit dem letzten Teil zurück, in dem wir hoffentlich mal Och.
oh. zu einem Ende kommen. haben wir drauf? Bisher haben wir 4 offiziell. Das ist ja nur noch ein Teil. Ja, ist doch gut. Gott, ach Gott, wie die Zeit verrennt. Herzlich willkommen zurück zum Kinoplus-Spezial, die besten Filmbösewichte aller Zeiten. Ich habe eben gerade noch 2 genannt. Jetzt ist Gregor wieder dran. Und also, wir versuchen, auf die Tube zu drücken und jetzt noch ein paar abzuhandeln. Wir machen jeder noch 2. Ja, okay. Wir machen jeder noch 2, aber es wird wahrscheinlich auf einen vielleicht 2. Teil hinauslaufen. Okay, also mit meinem nächsten... Damit bestätigt! Da bin ich mir natürlich absolut sicher, weil da kriegst du 2 Schauspieler zum Preis von einem. Das ist nämlich eine Rolle, die von 2 Schauspielern dann ausgefüllt wird. Film von John Woo, Face Off und Cast a Troy. Oh. Bin ich wohl wahrscheinlich relativ alleine da. Cast the Troy von Nicolas Cage und von John Travolta. Dargestellt natürlich Nicolas Cage, der frühe Anfang, bevor sie das Gesicht gewechselt bekommen mit seinen Szenen in der Kirche und anderswo. Und dann haut John Travolta richtig rein. Ich finde es so over the top. Ich liebe die Performances da und one of my favorite movies. Fuck it. Ach, Gregor, ich würde dir so gern recht geben. Aber ich würde recht geben, während der Speedboat-Szene sieht man dann die Stuntman und das deswegen. Ach, ja, na gut, das ist ja nicht sein Fehler. Also, gute Wahl, gute Rolle, guter Bösewicht, toller Schauspieler, vielleicht sogar sehr gut, aber für mich reicht es nicht, um auf die Top 10. Sind zwei vor allem. Ja, extra gut. Aber ich finde es geil, wie sie beide richtig Spaß an dem Irre-Sein irgendwie haben und an dem also wirklich an dieser Figur halt haben. So, ja. Ey, klar. Ja, ich kann. Weißt du was? Leckt mich am Arsch. Ich gebe Gregor auf jeden Fall meine Stimme. Ja, siehst du? So, auf der Runner-Up-Liste ist er. Das ist für mich so ein bisschen so. Aber Colin sagt auch noch ja. Nee, Colin sagt, kann ich ja sagen, weil ich denke sofort an Bösewichte in so Actionfilmen. Der ist ja noch so ein bisschen, der atmet ja noch so ein ganz bisschen dieses 80er Jahre, früh 90er Jahre Action. Ja. Ganz bisschen. Ja. Und da denke ich so an Leute, die John Lithgow in Cliffhanger. Cliffhanger. Ist auch so ein typischer geiler. Es gibt Millionen davon. Oder Alter. Ich weiß nicht mehr, wie heißt der Typ in Robocop, der Oberschurke im ersten Teil. Du meinst den Curtis Smith, der Schauspieler. Ja, Smith, ja. Das, Decker, sind so, oder? Das sind so typische Brutale Actionfilm-Bösewichte, die alle irgendwie geil sind und was haben. Ja, Clarence Bodecker, genau. Das wäre natürlich auch noch eine geile Nummer gewesen. Ja. Aber für mich geht er ein bisschen mehr in die Richtung. Ich bin auch kein riesen Nicolas Cage-Fan. Er ist jetzt schon mal auf der Runner-Up-Liste. Du hast Nein gesagt, ist okay. Gregor, du sagst auch nein. Ich sage auch nein, ja. Ich bin noch kurz in mich gegangen, aber ich sage auch nein. Das kostet sehr viel Geld. Heb's auf. Heb's auf, Schwein. Das Ding hier? Ah ja, das Ding. Wirklich? Nicht der Castor. Bong. So, Gregor, hau deinen zweiten raus. Auf, Baby. So, wir hatten Darth Vader ja schon gehabt, aber wir wollen ja den wirklich einzig wahren Sci-Fi-Villain hier mit drauf sind auf die Liste. Ich weiß, was kommt. Ja, willst du es für mich sagen? Ich bin gespannt. Kahn! Natürlich! Nee. Kann nur den Singen! Was wirklich, Leute? Ey, Ricardo Montalban mit seinem komischen. Es ist alles echt! Ja. Ey, das war doch seine Fantasy Island. Nein, Leute, also ganz im Ernst, ja. Eine ikonische Rolle aus der ganz alten Star Trek-Serie, super auf die Leinwand gebracht, perfekter Antagonist für Kirk. Kirk bringt seinen Sohn um, er bringt Spock um, ja. Zitiert Shakespeare, während er reinballert mit dem Raumschiff in die Richtung Enterprise. Das ist fantastisch. Das ist wirklich einer, wenn du schon Star Trek-Villains hast, der nuancierteste. Also im Star Trek-Universum würde ich sagen, er ist auf jeden Fall einer der besten. Ihr habt ihn noch nicht mal gesehen, ja, seit Ewigkeiten. Zorn ist Khan. Ja, wann hast du das letzte Mal geguckt? Na, nach dem zweiten Star Trek. Also nach dem zweiten J.J. Abrams Star Trek. Ach so, hast du den noch mal geschaut zum Vergleich? Na gut, da muss man J.J. Abrams da, also an den denkt man gar nicht, aber... Ey. Nein, ich habe jetzt auch nicht Benedict Cumberbatch irgendwie rangezogen, aber tut mir leid, ich finde... Wenn man sich Ricardo Montalban in der schüchtert seine Brust nicht ein. Nein, diese Kluft, diese Brust ist halt einfach wirklich. Er hat einen Ausschnitt, der geht halt einmal hier kurz an den Nippeln vorbei. Das war ein Wüstenplanet, wo er da war. Ja. Mit 20 Jahren. Also ich tut mir leid, ich fand die Figur leider ein bisschen lächerlich. Mit den Würmern. Die Würmer waren geil. Also ich frage mich auch, ob die Figur Khan nicht von dieser Szene Khan so überschattet wird. Nee. Naja, also. Also. Wenn ich Khan höre, denke ich tatsächlich auch, ich meine, du hast ihn so vorgestellt mit dem Ruf Khan. Ja, klar, weil es ja das Bekannteste ist. Aber ich habe das Gefühl, dass, ja, aber ich meine, also, wenn das Bekannteste über ein Bösewicht ist, dass jemand anderes seinen Namen brüllt, dann ist der Bösewicht an sich aber vielleicht ja nicht so wahnsinnig. Das Bekannte bei nicht so informierten Leuten ist es. Das ist das Problem.
Das Ding ist es eben, ne? Nee, ich muss sagen, ich kann aber auch, ich kann beim besten Willen nicht. Unglaublich. Also, bei der Konkurrenz, ich meine, alle, die auf der Liste haben. Also, wir sind längst bei einem Punkt, wo wir dem anderen nicht mehr die Butter auf dem Brot gönnen. Bei Story of Ricky waren, ey. Ja, aber Kahn ist ein Problem. Du kannst ihn gerne auf die Lochmannsliste setzen. Natürlich kommt er da drauf. Okay, da kommt er auf die Kahn. Aber auf die Kahn verstehst du zwar nicht, warum, aber gut. Alter. Nee, komm, Kahn, also egal, nee, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Pass auf, dann nehme ich jetzt da zwei, von denen ich nicht glaube, dass sie raufkommen, aber die gehen so ein bisschen, vielleicht ein bisschen underground und deswegen möchte ich sie ins Feld führen. Zum einen nehme ich Don Logan aus Sexy Beast. Habe ich auf der Liste, Punkt hoch. Sehr gut. Also gibt schon mal einen Runner-Up. So, haven't seen it. Aber der ist halt auch wirklich geil. Sexy Beast, also man muss fairerweise sagen, dass der Film Sexy Beast schon sehr gut ist, der hat aber genau das Problem, was ich am Anfang angeschnitten habe, dass alle Szenen ohne Ben Kingsley als Don Logan, die verblassen mal so ein bisschen. Also der Film strauchelt jedes Mal, wenn Don Logan nicht zu sehen ist. Das ist ein bisschen das Problem von Sex. Auf der anderen Seite hat der Film noch Ian McShane drin. Ja, der hier den Dings, dem, wie heißt der Hauptdarsteller? Brian Winstone. Dem er halt wirklich immer so ein paar richtig schöne, geile, durchdringende Blicke irgendwie entgegenwirft. Ich mag auch diese Altherren-Swinger-Club-Szene da, die fand ich auch ganz nett. Ja. Und ich mag aber auch, wenn Winstone am Anfang auf dieser Liege sitzt, ich schwitze. Ja, ich schwitze, es ist lächerlich. Und dann kommt der Fels runtergerollt. Aber egal, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen, also ich kann nur sagen, wenn ihr Sexy Beast nicht gesehen haben solltet, auch hier, tut euch einen Gefallen, besorgt ihn euch irgendwie, guckt ihn euch an. So hat man Ben Kingsley wirklich, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ich hätte nicht gedacht, was für ein überzeugender Psychopath er sein kann. Aber ich finde den so creepy, aber geil, es macht Spaß. Aber auch so ein bisschen doch dann wiederum im Erbe von Joe Pesci, oder? Ja, absolut. Also diese Leute, mit denen du nicht an einem Tisch sitzen willst, weil du, egal was du machst, kannst du nicht richtig machen. Also da bin ich bei dir, genau. Ja. Da würde ich mich gerne auch so 10 Meter entfernt halten, würde aber trotzdem gerne noch hören, wie die Diskussion verläuft. Dann aber lieber die Polizei rufen. Ich habe mal auf die Runner-Up-Liste gesetzt, weil ich... Ey, allein echt? Ich hab's nicht gesehen. Ich enthalte mich noch, so wie du eben. Okay. Allein die Szene, wie er versucht, hier Ray Winston zu überzeugen. Tust du's? Ja, ja oder ja? Nein, Don. Yes, 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 yes! Wie er ihn zusammenbrüllt die ganze Zeit, ey. Wunderbar. Oder wie geht's, Dings? Ist mir doch egal, was ich mit ihm geht. Ich will es ihm gut gehen, keine Ahnung. Ja. Weiter im Text. So, apropos, weiter im Text. Aber pass auf, und dann gehen wir noch ein bisschen undergroundiger. Und da ist wirklich okay, wenn sich keiner dafür entscheidet. Aber ich nehme die Mademoiselle und alles, wofür sie steht, aus Martyr. Aus dem absolut großartigen Horrorfilm Martyr. Da ist die Remake, selbstverständlich. Ja? Natürlich, ja, wie? Es gibt ein Original? Nee, also da tue ich mir gerade ein bisschen schwer, weil wenn man Martyr noch nicht gesehen hat, sollte man eigentlich gar nichts drüber wissen. Wenn man harten Magen hat und Bock hat auf wieder so einen fiesen Horrorfilm, der wirklich durch Mark und Bein geht, der hat keine zweite Ebene, keinen Humor, keine satirische, ironische Brechung, sondern der geht wirklich, der haut dir echt in die Fresse, so richtig. Deswegen, ich will gar nicht mehr verraten, aber diese Person, als man erfährt, worum es eigentlich geht und was ihr Masterplan ist, ohne Scheiß, ich habe seitdem in einem Horrorfilm noch nie sowas psychologisch Hartes gesehen. Also das ist wirklich... Und ich habe eben schon erzählt, menschenverachtend. Ich stand schon gestern vor meinem DVD-Regal und habe nochmal so meine ganzen Scheiben durchgegangen, wo ich gedacht habe, wo waren wirklich die richtig asozialen Menschen dabei? Ja, genau. Also, und ich stand halt auch vor Matthäus und ich stand wirklich vor der Entscheidung, packe ich sie auf die Liste, aber ich habe einen anderen Psychopathen aus einem ähnlich abseitigen Film irgendwie raufgepackt, weil ich den noch eine geile Spur. Also, wie gesagt, es ist okay, aber ich habe sie nur deswegen genommen, weil sie für mich noch so eine Facette der Bösewichte repräsentiert, die man nicht so oft sieht, nämlich dass sie überhaupt gar nichts hat, was sie auch nur annähernd wie sympathisch macht. Die hat keine krassen Monologe, keine Szenen, also nichts, an dem du dich so ein bisschen entlanghangeln kannst, wie jetzt davor bei Don Logan, sondern die ist einfach nur, die hat das Menschsein pervertiert und hat damit auch kein Problem, weil sie ein Ziel hat vor Augen. Und das finde ich einfach... Meine Stimme hast du. Also yes, cool, immerhin. Das freut mich. Zu früh abgeschaltet, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Du hast ihn abgeschaltet? Ja, er ist zu hart für mich. Ja, gut. Too much. Ich habe nicht mehr so präsent, Gregor. Aber das ist zu hart, Mann. Du kannst ja den Film nicht abschalten. Doch, kann ich. Aber okay, also wenn der Grund ist, er war dir zu hart, dann spricht das ja eigentlich nur dafür, dass... Das spricht für den Film. Ja. Das spricht für den Film. Sowas sieht man nicht alle Tage. Das ist eine super interessante Facette. Ich gebe auch meine Stimme dafür. Ja! Cool, ey. Wir haben 5! Wow, ey, ich bin so happy gerade, ohne Scheiß. 5 sind wir schon, oder was? Ja. Oh, Wahnsinn, ja. Das, wie wird es geschrieben? Mademoiselle, ne? Mademoiselle. Seile? Moisa. Glaube ich. Genau, nee, Moiselle. Moiselle. Moiselle, ja. Moiselle. Schreib doch die Alte aus Martyr. Ich habe jetzt schon angefangen, Mademoiselle geschrieben. Ja, gut, dann wissen wir alles. Wir werden sie nicht verwechseln mit irgendeinem anderen Bösewicht. Wo war die Mademoiselle? War die in Martyr oder war die in Terminator? Wo kam die Mademoiselle vor? Ja, ey, wir sind am Ende, Colin. Wir können nicht... Können wir nicht noch jeder ganz schnell 2? Liebe Regie, kriegen wir noch 2 hin pro Nase? Ohne großes... Ja. Okay. Ja.
ist ja meine Spezialität. Ja. Was soll das? Also ich kann das gut. Alter, hier, Tempus Fugit. Okay, alles klar. Ja. Zwei Namen, ich werde deutlich kommerzieller. Nummer eins, ein Klassiker schlechthin, Gerd Fröbe als und in Goldfinger. Finde ich, ist so ein ikonischer, klassischer Bösewicht. Finde ich, geile Rolle, geil gespielt. Okay, ich habe keine emotionale Verbindung zu James Bond, auch nicht zu Goldfinger. Ich sage aber ja. Ich sehe den Punkt. Der James Bond-Schurke, irgendwie danach kam viel. Tausendmal parodiert, jeder kennt ihn. Okay, wenn du bei James Bond wärst, könntest du für Blofeld das Argument noch machen, aber ich sage auch ja. Aber Blofeld hat 20 Inkarnationen gehabt, schaut ja, ich weiß. Und Goldfinger ist, glaube ich, trotzdem noch. Ich meine, guck mal. Du weißt nicht, ist das eine Episode aus Ein Schloss am Wörthersee? Ja. Oder ist das nein, ist Mr. Bond. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Ja. Solche Filme geht's einfach nicht. Weil er ja wirklich so schlecht Englisch gesprochen hat. So geil. Okay, sehr gute Wahl. Goldfinger ist auf jeden Fall schon auf der Liste. Okay, noch einen zweiten. Leider zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Und eine der wenigen Frauen fiel mir auch erst nach dem 20. Mal durchdenken wieder ein. Annie Wilkes in Misery. Mhm. Kathy Bates, auch eine fantastische Rolle, basiert eine der wenigen guten Stephen King-Verfilmungen, kann man sich auch heute meiner Meinung nach gut angucken. Eine wunderbare Psychopathin, die zwischen Mitgefühl und ich bin eigentlich eine ganz Liebe zu absolutem Wahnsinn inklusive Fangirl. Brutale und also fantastisch. Gar nicht viel zu reden, finde ich, ist irgendwie so in Vergessenheit geraten. Damals wurde ihre Performance mega abgefeiert. Hat einen Oscar und heute auch noch gut. Ja, achso, siehst du mal. Dann einen Oscar gekriegt. Finde ich total spannend. Ich liebe noch heute den Moment, wo sie das Buch in der Hand hält und sich so klingend freudestrahlend im Kreis dreht. Das finde ich. Ich habe es zu Ende gelesen. Oder wie sie ihm zuwinkt, weil sie Papier fahren holt. Ist das und schrecklich. Er macht einfach nur so aus dem Fenster und sie, so ein Witzbold. nachdem sie mir den Fuß zerbrochen hat. Ja, aber ist vielleicht auch was für die. Ich will mich noch enthalten. Ne? Wie noch enthalten? Wir machen jetzt hier den Sack zu, Alter. Achso, jetzt machen wir auch, winken wir alle durch. Dacht oder? Ich, oder? Ja. Also, nee. Mein Punkt, aber noch hat ja keiner einen zweiten seinen Daumen gehoben. Ne? Ich möchte nicht, dass du jetzt hier einen Ego-Koller kriegst und zu Höhenflügen ansetzt, weil ich jetzt zweimal hintereinander Ja sage, aber ich sage auch hier Ja. Weil, also ich habe mich schon gegen Dick Torrance. Okay, dann ist sie auf die Runner-Up-Liste. Ich habe mich gegen Dick Torrance entschieden, aber das stimmt. Misery. Annie Wilkes, ne? W-I-L-K-E-S. Wilkes. Ja, okay. Dann da ist sie wieder, diese Würze. Ja, dann versuche ich, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja. Dann versuche ich noch mal zwei Namen ins Rennen zu schmeißen. Ja, komm. The Predator? Nee. Ein Filmmonster. Ja. Ja, das wäre auch noch die Diskussion gewesen. Ne? Ja. Nimmt man Filmmonster rein? Super coole Figur, aber kein Top-10-Bösewicht. Nee. Ich liebe den Film. Ich gebe dir ein Ja. Ich gebe dir ein Ja, Daniel. Ein paar zumindest. Ja, mir geht es jetzt mittlerweile Alien. Hatte ich auch wirklich überlegt, aber mir wurde an der Alien-Franchise, ich meine, an der Predator-Franchise wurde auch viel Schindluder betrieben, aber das kann man so sagen. Ich habe nach dem letzten Film, habe ich jetzt doch deutlich weniger Bock auf Alien und der erste Predator, ich finde halt einfach geil. Also ich finde die Figur cooler, als dass ich sie wirklich gut finde. Ja. Aber Gregor hat mir ein Ja gegeben. Ja. Und jetzt pass auf, dann hau ich, sollen wir den schon raushauen? Nee, ich hau da nochmal einen Unbekannten hinterher. Kyung Chul. Dargestellt von Choi Min-sik in I Saw the Devil. Oh, in meinen Daumen hast du, ja. Weil hab ich nie auf der Liste gehabt, aber... Den finde ich halt wirklich, das ist halt so eine miese Sau. Und man gönnt ihm halt, man hat ihm ja richtig gegönnt, wie er leidet. Ne? Und trotzdem schafft er es noch, so eine gewisse Tragik aus der Figur rauszuholen. Und ich... Enthalte ich mich noch. Da muss ich noch ein Zwiegespräch mit mir selber führen. Okay, aber I did not see the devil. Ja, dann lass dir einfach von zwei vertrauenswürdigen Menschen das geht jetzt aber nicht. Gregor, du wirst jetzt hier nicht deinen letzten Funken Selbstachtung über Bord werfen und dich hier so auf die Seite ziehen lassen. Nein, ich aber ist das klar, mein Lieber? Guck dir den klar, dass da eine Beleidigung enthalten war. Ich kann nicht Ja sagen. Guck dir den Film an, falls du noch nicht gesehen hast. Ist ihm zu hart? Ja, es würde ihm wahrscheinlich zu hart sein. Guck ihn dir an. Ist gut. Ich trotzdem an. So, damit haben wir schon mal 6. Das ist so gut. Nicht schlecht. Ja, also, wir haben Hans Gruber, Hans Lander, den T-1000, Frank Booth, Mademoiselle und Goldfinger. Schlimmer geht schon. Also, das wäre doch mal ein Suicide Squad. Right there, Leute. Ohne Scheiß. Slipknot, Alter. Wer braucht Slipknot? Die Enchantress. Bullshit. Hier, Alter. Ja. Das wollen wir sehen. Liebe Freunde, wir bringen das zu einem Ende. Nach meinem Urlaub irgendwann in einer fernen Zeit. Aber wir schaffen das. Ich hoffe, noch in dieser Konstellation. Ich bin gern noch ein weiteres Mal dabei. Ja, okay. Ja, dann verzeiht es uns, wenn wir uns hier wieder festgelabert haben. Aber ihr kennt das Spiel, ihr habt es ja jetzt schon zweimal erlebt. Aber es macht immer wieder Spaß, sich diese Herausforderung zu stellen. Es macht eine Menge Spaß. In diesem Sinne, Gregor, vielen, vielen Dank. Wolf. Gregor, vielen, vielen Dank. Daniel, vielen Dank. Colin, vielen Dank. Wolf. Und ihr Lieben da draußen, vielleicht sehen wir uns nächste Woche, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, noch eine Folge vorzubereiten. Aber mal gucken, wir haben ja so die eine oder andere Sache im Pedo. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.